Und damit moin moin und herzlich willkommen am Sonntagnachmittag zu Hardcore Colonization. So, jetzt habt ihr ein bisschen Kabelentzug bekommen. Ich hoffe, ihr konntet das mit YouTube-Konserven, Dosen, Videos und selber einfach mal eine Rakete bauen ganz gut kompensieren. Heute ist aber die Zeit der Elfen, Zwerge und Dämonen vorbei. Also ja, ich habe mal Diablo gestreamt, aber keine Sorge, das wird nicht zur Gewohnheit. Da müsst ihr euch nie Sorgen drum machen. Ich brauche ab und zu auch mal so meine kleinen Spin-offs auf ein anderes Spiel, damit mir Kerbal nicht irgendwann komplett zum Hals raushängt. Aber der Tag wird nicht kommen, an dem ich mich komplett von Kerbal Space Program abwende. Außer, Achtung, Vorsicht, falls ihr es mir später vorwerft, es kommt ein noch besseres Space Game raus, zum Beispiel KSP2. So, dann lasst uns doch für heute mal loslegen und als allererstes mal ein ganz liebes herzlich willkommen an die, die schon da sind, an den Mickey, an den Neo, an den Thorsten, den Antrax, den Bryos, den Mimir, den Jonas, den Jojongs und den Nepal, den Elo, den Markman und ich meine, ich hatte ihn noch nicht, genau, den Daraxa und den Verflucht. So, und hey, natürlich auch an alle, die im Chat nicht so aktiv teilnehmen, sondern lieber vor der Glotze oder am Tablet sitzen und dort gucken. Ich habe mir wie immer einen leckeren Kaffee gemacht und heute auch wieder den hochprofessionellen, frisch erhaltenen, quasi noch nach Weihnachten duftenden Körbelbecher. Oh Gott, ist das noch heiß. Okay, die Thermoskanne funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Was machen wir heute? Wir starten heute mehr Teile von der Duna-Raumstation in Richtung Minmus. Also wir starten sie natürlich noch nicht nach Duna. Ihr seht, wir haben schon zwei Teile unterwegs. Wir bringen jetzt den ganzen Bausatz quasi in den Minmus-Orbit, um ihn dort zu betanken und auf die Reise vorzubereiten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau genommen ein Jahr und 250 Tage. Und jetzt ersticke ich, glaube ich. So, alles wird gut. Jetzt wollte ich noch einmal nach Duna gucken, weil ich hatte ja gesagt, so, oh, lass mal die Duna Probe parken, wegen dem ausgefallenen Reaktor und der Kontrolle und so weiter, bis wir da was machen können. Jetzt wollte ich nur einmal bei der Duna Probe noch gucken, ob die überhaupt irgendwelche Solarpanels oder sowas hat. Sonst werden wir nämlich ein Problem bekommen. Weil uns einfach der Strom ausgeht. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob die irgendwie passive Solarpanels hatte. Dann wäre das ganz cool, dann lasse ich die weiterhin einfach stehen. Also der Plan steht an sich noch, mit der Duna Probe zu warten. Also mit dem Hover Rover, wie er auch von Fachleuten genannt wird. Wo ist er? Der Hover Rover. Mission to Duna, landet der Duna. Das sieht gut aus. So, aber es hilft uns natürlich alles nichts, das Risiko des ungesteuerten Fliegens zu umgehen, wenn uns schlicht und ergreifend der Strom ausgeht und auch nicht wieder erzeugt werden kann. Dann haben wir irgendwie verloren. So, das heißt, wir gucken jetzt kurz mal nach und hallo auch an den Senfsoße und ein frohes neues Jahr. Ja, und natürlich an alle, die ich noch nicht gesehen habe oder die mich noch nicht gesehen haben. Ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut nach 2018 gestartet. Ein spannendes Jahr für die Raumfahrt, möchte ich auch mal sagen. Also wir werden ja hoffentlich, wenn zeitlich alles klappt, direkt im Januar noch mit dem Jungfernflug der Falcon Heavy beglückt. Vielleicht auch nicht, dann ist das halt so. So, habe ich hier irgendwo Solarpaneele? Nee, ne? Hier geht einfach nur der Strom nach und nach alle. Das ist natürlich ärgerlich. Ich überlege gerade. Aber wir können auch keine Science-Daten senden, ne? Ah. Schwierig. Oh doch, warte mal, wenn mein Orbiter kommt. Wartet, wartet. Nee, das war die Nummer, wo ich mit dem Orbiter keine Relay-Antenne hatte, richtig? Wo ich gedacht habe, ah, ich brauche nur eine dahin und eine dahin und dann geht das schon und ich relay durch den Core. Wo das aber nicht so funktionierte, richtig? War das die Mission? Irgendwas hat dagegen gesprochen, es zu tun. Bop, 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 bop. Genau, die hier hat auf jeden Fall eine Verbindung. Das ist auch prinzipiell gut. Die hier könnte Relay, also ist da, trifft es glaube ich ganz gut zusammen, aber es relayt nicht. Kann man ihm jetzt hier irgendwie sagen, sei ein Relay oder sowas? Wahrscheinlich nicht.
Ach, das ist ärgerlich. Ja, okay. Damit kann ich natürlich dann auch keine Forschungsdaten raussenden. Oh, und wir können auch mal gucken, ob er hier noch auch gescannt haben müssten wir es ja mittlerweile, oder? Ob er hier noch einen Auftrag kriegt für. Das ist schon die Big Map, ja. Für seinen Ressourcenscan. Den sollten wir uns noch angucken. So. Ich möchte gerne Duna haben. Ich möchte gerne als Map-Type, jawohl, die Altimetry-Map haben. Aha, wunderschön. Und Projection. Lass uns doch mal die hier nehmen. Ja, du bist ein bisschen spät und ich habe ein bisschen früh angefangen. Also, ja, irgendwas ist immer. Was ist da für Fragezeichen? Anomalien. So. Da sind also Anomalien zu finden. Drei Stück haben wir also schon. Und wir haben fast komplett den Planeten gescannt. Das sieht gut aus. Obwohl, da fehlt noch ein bisschen was, oder? Ich gehe mal in die Normalo-Projektion rein. Das war mein Ellbogen. So. Ah ja, also wirklich viel ist es nicht mehr. Okay, drei Anomalien bisher gefunden. Und hallo auch an den Scharabelpablone. So. Gut, also das hier läuft. Wir können jetzt mal gucken, ob wir eine Möglichkeit haben. Ja gut, aber dann nutzt uns das trotzdem auch nichts loszufliegen. Wir können eigentlich nur mal gucken, dass wir da unten alles so weit wie möglich runter hibernaten, was irgendwie geht, damit wir das Ding wirklich im absoluten Passivmodus haben. Das ist echt ärgerlich, aber wir müssen jetzt so viel Strom sparen, wie es geht, aber wir haben ja irgendwas bis zum Startfenster und dann noch unglaublich. Das ist echt ärgerlich. Dann noch unglaublich lange. So, kann ich SAS hier ausmachen? Dann kippt er, ne? Dann kippt er mir. Oder? Hält er? Okay, das spart schon mal unheimlich Strom, glaube ich. Ja. Okay. Reaktor anmachen geht halt. Oh. Oh. Nee, der kippt mir. Nein. Ja, die Skycrane-Triebwerke machen garantiert Strom. Aber ich kann sie nur Vollschub zünden. Das möchte ja keiner. Oh, bitte. Und ich kann ihn auch nicht steuern. Komm, kipp zurück auf. Was ist passiert bei dir? So, wir haben jetzt den Chor noch. In die Hibernation schicken. Sind wir bei 003 pro Sekunde. Okay, ich hole mal den Taschenrechner raus. 0,03 mal 3600. Sind wir bei 108 Einheiten pro Stunde. Sind wir bei 2500 Strom pro Tag. Ich sehe Probleme auf uns zukommen, was den Strom angeht. Ich sehe da tatsächlich Probleme auf uns zukommen. Deutliche Probleme. Also wir können dann die Kapazitoren noch dischargen, aber. Das Ding ist so ziemlich verloren. Erst recht, wenn ich SAS anmache. Ja gut, Schade.
Das heißt aber, wir können wahrscheinlich nochmal für unsere. Die Experimente fressen keinen Strom. Das Einzige, was Strom frisst, ist der Probe Core. Das heißt, wir können aber für unsere. Huch, das ist aber finster hier. Für unsere Robotikmission. Das ist doch schon wieder irgendwas grafisch verhunzt. Ja. Für unsere Mission schon mal einplanen, dass wir noch ein. Ein Robotik-Länder mitnehmen, um das zu erfüllen. Weil ich befürchte, dass unser Länder nicht mehr besonders viel reißen wird. Aber schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und wir können die Kapazitoren dischargen oder sowas. Noch in 1,5 Jahren. Dann könnten wir das Ding zum Leben erwecken. So, wir machen jetzt aber erstmal weiter. Und zwar, wir haben als letztes Agroponics-Modul hochgeflogen. Und ich meine, das nächste wäre. Also Core haben wir, dann kommen die Hep Commons und die Hep Quarters. So. Zack. Das rerouten wir direkt mal. So. Wenn die Kerbel zu Dünner fliegen, können sie dort auch landen. Aber die sollen ja da nicht landen. Ich will das ja unbemannt erledigen. Die sollen im Orbit erstmal bleiben. Denn ich habe die Unmanned-Philosophie angenommen. So, mal kurz überlegen. Er hat einen seitlichen Docking-Port schon am Start, dass ich mit dem Ding arbeiten kann. Das passt, da habe ich also dran gedacht. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch den Duna Carrier 29 Tonnen schnappen und den da unten dran bebben. Nee, ganz so einfach ist es nicht. Docking. Dogging Port. So. Ach Scheiße, das geht auch nicht, ne? Das Ding wieder kein. Alles klar. dann müssen wir es tatsächlich. Ach, Kacke. Tatsächlich so umstopfen, ne? So. Gut. Das Fairing können wir erstmal noch löschen. So, unsere Transport Stage passt soweit. Jetzt können wir überlegen, hier haben wir jetzt natürlich relativ viel Gewicht frei. 29 Tonnen können wir. Wir könnten also irgendwas noch dazwischen klemmen. Und CVB8, vielen lieben Dank für dein Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kommonauten und ganz viel Spaß beim Zugucken. Oder ich starte jetzt einfach mal auch die zwei Module einfach so. Es ist ja nicht schlimm, dass wir mal Sachen haben, die weniger wiegen. Obwohl man da immer noch was mitmachen könnte, ne? Was wird das eingestellt? Hep Common. Duna. Okay. Hep Common. So. Ich überlege gerade, ob wir hier noch eine interstellare Probe, also eine große Relay-Probe mit draufpacken. Also so eine richtig große. Ach Mist. Ich habe eh nur die 15er Relay-Antennen. Ist eigentlich eine im Bauplan vorgesehen? Die hatte ich dran, oder? Am Core. Das muss ich auch nochmal nachgucken. Aber ich meine, ich hatte am Core eine dran.
So, das hier ist gespeichert. Duna Carrier Core. Ich meine, da war eine dran. Ja, alles gut. Okay, das waren die Monoprop-Tanks, jawohl. Sehr gut. Also am Station Core ist eine große Relay-Antenne dran. Dann können wir damit arbeiten. Dann würde ich tatsächlich in Erwägung ziehen, ihm einen interplanetaren Relay-Satelliten oder zwei unterzujubeln. Lass mich mal kurz hier gucken, weil ehrlich gesagt waren die ganz gut fertig gebaut. Ich klaue mir da mal ein Subassembly, wa? Wir machen das einfach nochmal. Wir nehmen nochmal genau das hier mit. Duna. Habe ich das schon irgendwie gespeichert? Ne. Sehr schön. Kommt, wir klauen uns genau dieses Subassembly. Du musst mal ganz kurz hier rerouten, mein Freund. Von hier nach da. Dankeschön. Because I'm needing this. Communication satt. Warum nochmal vier? Ich werde vier, also warum nochmal vier? Weil das fertig gebaute Modul vier beinhaltet. Also hier, das ist ja für, also an diesem Modul, das ist geplant für Duna. Also das da vier, damit ich aus allen Richtungen, also damit ich ein stehendes Netzwerk habe, damit immer eine Funkverbindung da ist. Hier jetzt vier aufgrund der Schrotflintentheorie, die ich gerade hoffentlich selber erfunden habe. Ich möchte halt einfach auf den zwischenplanetaren Laufbahnen ein paar Satelliten in unterschiedlichen Höhen aussetzen, die dann hoffentlich, sobald das Netzwerk dicht genug wird, erstmal so ein bisschen, was soll ich sagen, erstmal so ein bisschen Abdeckung ermöglichen. Perfekt wird es nicht sein am Anfang, aber es wird hoffentlich gut genug sein. So, dann haben wir hier den Carrier Hapcomen fertig. Dann müssen wir nur noch das Fairing zumachen und vielleicht hier gestruttet gegen. Ja, von mir aus auch das Root Part. So. Du bist zwar im Staging, aber falsch rum. Also. Herzlichen Glückwunsch, lieber Probe Corps. Du bist erstmal mein neues Root Part, damit ich nach oben gucke beim Starten. So, Fairing bauen wird heute mal ganz entspannt. Das ziehen wir einfach gerade nach oben, um das Stationsteil da erstmal drin zu verstecken. So, das heißt, es ist eine relativ formschöne Rakete, muss ich sagen. Von den außenliegenden Nukleartriebwerken lassen wir uns jetzt mal nicht schocken. Sollten die nicht vom Duna-Orbit bis nach Kerbin senden können? Ja, in den meisten Situationen schon, aber ich denke ja schon einen Schritt weiter. Ich hätte gern schon ein bisschen Relay in place mit möglichst vielen Abdeckrichtungen, falls ich mal woanders hinfliege als Duna. Außerdem, ich schicke Leute nach Duna, die brauchen auch schnelles Internet. Und wenn ich da mehrere Leute hinschicke, kann ich nicht nur einen Satelliten für Internet machen. Also ist das die Begründung. Die Begründung ist Netflix. Netflix, aber mit KS geschrieben. Das ist ganz wichtig, weil das ist die Kerbin-Variante von Netflix, bevor ich jetzt hier irgendwie verklagt werde. So, zack, zack, zack. Das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, 21 Minuten into the stream und wir starten unsere erste Rakete. Heute ist quasi Productivity Sunday, würde ich es mal nennen. Ich habe gehört, das macht man jetzt nämlich so. Man streut so englische Wörter in die Streams rein. Ich mache das ja schon viel länger, weil ich eher mal alles auf Englisch mache, was KSP-mäßig ist. Ja, genau, die wollen schließlich deinen Stream schauen. Auf Netflix. Und hallo auch an Silverim. So. Nein. Na, das müssen wir nochmal kurz zurückholen, da habe ich nicht drauf geachtet. Da haben sich natürlich wieder so ein paar Vögel reingeschlichen. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir wollen diese Station in ihren Bauteilen ja unbemannt hinschicken und ein
ein Transportvehikel mit dem Personal hinterher, damit wir sicherstellen, dass das nicht in der Station schief geht. Also das war jetzt mein Fehler. Die muss ich nochmal rauskratzen, da. Auf Twix. Nee. Netflix. Ach, auf Twix. Ah, jetzt habe ich es. Also, Entschuldigung. Entschuldigung, Senfsoße, da war ich vielleicht bisschen langsam. Bisschen langsam. So, jetzt nochmal. Nur ohne Personal. Das reimt sich sogar und deshalb muss es gut sein. Ich glaube, das können wir auch ein bisschen eher aufmachen. Genau, zum Glück ist der Funk in KSP schneller als das Licht. Das ist so korrekt. Aber das wird auch gar nicht nötig sein, dass der schneller ist als das Licht, Nepal Raw, weil das, was ich tue, um dann Dinge auf Duna fernsteuern zu können, ist genau diese Raumstation, die auch den Sinn hat, also die hat auch mittlerweile diese Features und das würde sogar mit Remote Tech gehen. Ich habe das mit dem Space Truck ja schon mal gebaut gehabt, dass ich dann Probes vor Ort mit Piloten steuern kann. Also im Prinzip ein bisschen so wie das Konzept der Ares-Mission beim Marsianer, wo ja auch das Lander-Modul gelandet wurde vom Piloten an Bord der Hermes, damit eben genau diese Funkverzögerung nicht zum Problem wird. So, Rakete sieht gut aus, steht auch schön auf dem Launchpad rum. Ich würde sagen, Vollschub, SAS und los. Genau, die Kerbals haben keine Verzögerung bei Streams. Da hast du recht. Wenn natürlich der Funk nicht verzögert ist, dann ist auch Streaming nicht verzögert. Und Liminox, vielen lieben Dank für die Verlängerung deines Abos. Das freut mich sehr. Der fünfte Monat in Folge. Auch du näherst dich also hart dem halben Jahr. Und ich habe gehört, ein halbes Jahr ist ja keins. Also machen wir da noch eins draus. Das heißt, ich freue mich auf die nächsten 7 Monate mit dir. Weiterhin ganz viel Spaß für dich zum Zugucken. Oh, nicht kippen. Nicht kippen, ein bisschen schnell. So, ja, weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken und vielen lieben Dank für deine Subscription. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier langsam mal die Nase rumbekommen. So. Ich nehme mir jetzt mit Absicht mal ein bisschen Schub raus. Wir haben einen relativ guten Vertical Speed. Also alles ist super, aber ich muss jetzt langsam mal die Nase rumbekommen. Und solange soll er ruhig nicht so viel Sprit verbrennen. Irgendwie habe ich den Winkel am Anfang nicht gut hingekriegt. Das lag daran, ich hatte instinktiv, ich habe die letzten Tage ein bisschen viel Diablo gespielt. Und instinktiv wollte ich die Hände auf 1, 2, 3, 4 legen. Da wäre ja sicherlich nicht besonders viel passiert. Und musste erstmal kurz sehr bewusst meine Finger durchsortieren. Und bewusst dauert immer lange. Deshalb war das nicht so ideal. So, wir können gleich ein bisschen flacher jetzt noch gehen. Wir sind nämlich ganz gut unterwegs, was die Höhe angeht. Eigentlich können wir sogar Horizont spielen. So, und dann geben wir ihm mal ein bisschen Stoff, würde ich sagen. Damit er hier noch irgendwo hinkommt. Ja, Stage Separation läuft. Das sieht alles gut aus. Jetzt können wir mal langsam ein bisschen hochpitchen, dass er noch die restlichen paar Kilometer in den Orbit schafft. Gut, da kann ich doch jetzt mal ganz entspannt einen Kaffee trinken und Hallo an den Ernie sagen. So, und wir haben ja gerade die Rekordmarke, naja, Rekordmarke nicht, aber die psychologisch wichtige Marke von 50 Zuschauern geknackt. Also es müssten jetzt mal bitte ein bis zwei Leute wieder von euch offline gehen, damit wir die psychologische Marke nicht mehr knacken. Nein, das sollte am Sonntagnachmittag heißen, dass auf jeden Fall jeder von euch jetzt mittlerweile relativ safe die Auflösung einstellen können sollte, so wie ihm oder ihr das gefällt. Was ja prinzipiell immer sehr begrüßenswert ist. So, wir haben die 70 Kilometer gleich geschafft.
Ich lasse ihn noch ein bisschen laufen, um höher zu gehen, und dann werden wir uns vom Fairing trennen, sobald ich einmal kurz den Antrieb ausgemacht habe. Ich denke mal, wir schieben uns jetzt so auf die 80 hoch. Oh, ich habe den Sonnenaufgang verpasst, aber den Lensflare können wir uns noch angucken. Lensflare! Und aus. Oh, 80. Habt ihr das kurz gesehen? Ich war bei 80.000,2 Meter, als ich ausgemacht habe. Gut, glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner, aber jetzt wieder dran denken. Das habe ich nämlich letztes Mal schon gemacht. Einmal. So, das da kann weg. Und jo, Jungs, vielen lieben Dank. Gutes Timing, genau während der Fairing-Öffnung. Sehr schön. 3 Monate. Das ist ein halbes Jahr. Auch dir. Das ist ja noch nix. Nein, vielen lieben Dank für den 3. Monat in Folge von deiner Subscription. Und ich freue mich, dass es dir gefällt. Und viel Spaß weiterhin beim Zugucken. Und bin mir sicher, dass wir auch bei dir bald die 6 Monate voll machen können. So, wir driften noch ein bisschen. Jetzt kann ich ja mal gucken, dass wir währenddessen schon mal. Hier ist kein Solar dran. Das heißt Extend All Solar. Und wir können Extend Antenna machen. Jawohl, das sieht gut aus. Ja, so in 3 Monaten. Das kann sein. Das kommt drauf an, ob der Jojungs noch einen anderen Lieblingsstreamer hat, dem er vielleicht auch mal eine Twitch-Subscription geben möchte. Man kann sich das ja, ich mache das ja selber auch mit meiner Twitch Prime. Und ich rotiere die tatsächlich durch. Also bei Streamern, wo ich dann sage, da will ich länger dranbleiben, da hole ich mir dann ein richtiges Abo tatsächlich. Also, das ist jetzt keine Anleitung für euch. Ich sage jetzt nur mal, wie ich das mache. Deshalb, ich gehe mit meiner Twitch Prime Subscription gerne auch mal, ich lasse die auch gerne mal einen Teil des Monats noch auf Halde liegen, wenn ich einen tollen Streamer finde, den ich spannend finde, und gebe dem dann erstmal so als kleines, hey, echt cool, dass ich dich gefunden habe und ich gucke gerne zu, was du machst, so ein kleines Twitch Prime. Und wenn ich dann merke, dass ich das auch langfristig weitergucke, dann lasse ich durchaus auch ein echtes Abo da. Eben damit ich mit dem Twitch Prime so ein bisschen rumspielen kann. Ne? Aber jo, Jungs, ich nehme natürlich gerne trotzdem dein Twitch Prime Abo entgegen. Es ist nur weil mein Verhalten so aussieht, heißt das nicht, dass du das genauso handhaben musst. Denn, wie schon Gronkh sagte, du sollst keine anderen Streamer haben neben mir. Nein, ich glaube nicht, dass er das gesagt hat. So, wir sind an der APO. Ich mach mal an. Und Maddox GTV, vielen lieben Dank für dein Follow. Oh, mein Sprit ist alle. Damit meine ich den in der Rakete, nicht den in meiner Tasse. Ja, vielen lieben Dank für den Follow. Willkommen bei den Körbonauten. Ich hoffe, du hast ein nettes, geschmackvolles Heißgetränk. Viel Spaß beim Raketenflugdingsbums gucken. Ich muss mal kurz Kaffee trinken. So, Apo sieht gut aus. Die holen wir uns mal noch kurz. Hier geblieben, du Schlingel. So. Okay. Sieht gut aus. Also, Massive Scale Launches hat uns in dem Fall nur 40.000 zurückgegeben, aber ich glaube, so teuer war der Hobel auch nicht. Ich glaube, wir haben so 300.000, 400.000. Also, die Dinger sind schon teuer, die Module, aber verglichen mit dem, was wir hier bisher so hoch befördert haben, ist das ja alles im grünen Bereich. So, apropos grüner Bereich. Moderationstechnisch ist das jetzt übrigens so der Punkt, wo ihr euch einfach mal zurücklehnen könnt und denken könnt, so Mensch, das lief. Genau, apropos grüner Bereich, wir wollen natürlich nach Minmus, darauf wollte ich hinaus. Oh, ich bin echt versucht, mir das vielleicht zu sparen, mit dem Inclination Change und ein bisschen rumzufuschen. Ich fusche mal ein bisschen. Mal gucken, ob ich ihn so treffen kann. Das mit meiner jahrelangen Space-Flugerfahrung müsste ich das ja hoffentlich hinbekommen. Ist doch ganz schön zeitig, ne? Bin ich noch weit ab? Ah ja, schon ganz schön, ne? Alter Verwalter. Ach kommt, ich mach das mal nach Vorschrift. Weil ja, so viel zum Thema jahrelange Spaceflugerfahrung. Und ich habe gerade irgendeine Subscription verpasst, ein Follow verpasst, aber ich kann in meinem Logbuch nachgucken. Just Mark, vielen lieben Dank auch für dein Follow. Ganz viel Spaß beim Zugucken und willkommen bei den Körbonauten. So, wir machen das jetzt einfach hier.
Ich mach das mal so, wie man das machen soll. Also man fliegt zu einem Ascending oder Descending Node, ne? Die von euch, die länger zugucken, kennen das Spiel ja schon. So, und dann macht man das auf 0. Also in die andere Richtung. Ich nehme immer erstmal die andere Richtung, logischerweise. Sonst fetzt es nicht. So. Da, Jin. Sekunde, ich will hier nur kurz die 00 hinfuschen. So. Arjun, vielen lieben Dank für dein Abo und ja, auch dir weiterhin viel Spaß beim Zugucken natürlich. Und ja, auch bei dir ist das halbe Jahr voll, sehe ich gerade. So. Und Marc, du folgst schon auf YouTube. Wir haben ja schon fast 2 Uhr morgens. 2 Uhr morgens? 2 Uhr morgens? Westküste? Nee, Westküste USA? Doch. Nee. Das haut nicht hin. Australien oder irgendwie sowas? Australien, Asien, irgendwo die Ecke? Du musst ja eher im Plusbereich liegen. Alter, wo wohnst du? Ostküste Australien. Ha, gut geraten mit Australien. Ja, cool. Dann lass dich bitte nicht von irgendwas gefährlich mal auffressen. Ich habe gehört, bei euch gibt es ja nicht so viele Schlangen, weil die von den ganzen Spinnen aufgefressen worden sind. Genau, also ich kann dir nur empfehlen, bleib auf jeden Fall im Inneren, schließ dich gut ein und guck einfach diesen Stream. Das ist viel ungefährlicher, als irgendwie diesen ganzen tödlichen Tieren in eurem Konti auf eurem Kontinent zu begegnen. Aber ich kann das natürlich verstehen, wenn du um 2 Uhr morgens irgendwann mal schlafen gehen willst. So, jetzt pirschen wir uns mal an unser Manöver heran. Mensch, 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 aus Australien. Was hat dich denn dahin verschlagen? So, pirsch, pirsch, pirsch. Pirsch, 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 pirsch. Die Liebe, was sonst? Ah, Lamour, Lamour. Was auch immer Lamour auf Australisch heißt. Warte, die sprechen Englisch. Love. Die Spinnen und Schlangen waren es nicht. Naja, vielleicht ist es ja die Liebe zu Spinnen und Schlangen. Es gibt ja Leute, die mögen Spinnen und Schlangen sehr. Ich möchte übrigens schon mal anmerken, ich nicht. Ich. Es ist okay. Also ich bin nicht, ich bin kein Schlangen- und Spinnenphobiker. Ne? Ich komme klar mit den Tieren, aber mögen tue ich sie nicht. Und Windsailor, willkommen in der Riege der Subscriber-Abonnenten und vielen lieben Dank für deine Subscription. Und ich mache dir auch eine Rakete an. Guck mal, da brennt die feierliche Kerze. Stell's dir andersrum vor. Warte mal, können wir das andersrum drehen? Stell's dir kopfüber vor. Ich krieg das Ding gerade nicht. Warte, nach oben gedreht. So, eine kleine Kerze für den Windsailor. Ja, die sprechen ein bisschen anderes Englisch. Die sprechen dieses Mate-Ding nicht. Dieses Strafgefangenen-Englisch halt. So. Erstmal schön aus der Thermoskanne einen frischen Kaffee nachgeschenkt. So, und wir sind manövertechnisch auch kurz davor. Jetzt ist hier mal Kerze vorbei. Guck mal, wie wir querfliegen. Auch schön, oder? Das ist bestimmt auch richtig kotzomatenmäßig, wenn man da drin sitzen würde. Zum Glück sitzt da ja keiner drin. Danke, es wurde Zeit mit dem Abo. Nö, Winzeller, das ist, also ich freue mich da sehr drüber, aber es gibt keinen zeitlichen Vorsatz. Ihr dürft alle gerne auch total kostenlos gucken. Und einfach hier sein und mitfiebern und hoffentlich auch mitspielen. Ich hoffe natürlich, dass ihr eigentlich alle parallel zum Stream mindestens mal KSP mit offen habt, um die Sachen nachzuspielen oder mitzuspielen. Ist ja abgefahren. Je weiter hinten ich jetzt starte, umso eher kommen meine Raketen an. Das wird nachher so sein, dass das letzte Bauteil echt zuerst ankommt. Ich muss das mal ein bisschen angleichen. So, dass sie nicht ganz so weit auseinander driften. So. Wie schlimm ist die PE? Quer ist im Weltall doch relativ. Das stimmt. Och, guck mal, das sieht doch schön aus. 153 direkt auf dem ersten Anflug. Echt schick.
So, ich muss da noch mal gucken, ob das in die Richtung geht, in die meine Raumstation auch geht. Das tut es. Cool, dann können wir das direkt so lassen, als Manöver meine ich. Und dorthin warpen. Wann sind die Live-Sendezeiten? Und da hat der Senfsoße direkt mal das Kalenderkommando ausgepackt. Genau, in dem Kalender findest du von meinem Stream und einigen, also vielen noch nicht, aber wir sind, glaube ich, mittlerweile ein halbes Dutzend oder so. Kleinere deutsche Streamer, die verschiedene Indie-Games machen. Viele auch KSP tatsächlich. Viele auch auf sehr hohem Niveau. Da kann ich dir den Gaming-Cookie zum Beispiel sehr ans Herzen legen. Oder auf eine sehr, wie soll ich das sagen, liebevolle Variante, aber auch qualifiziert. Also das ist nochmal qualifiziert, aber wow, ist dieser Mann ein Wunder des Charismas. Also den Emojack kann ich dir auch noch sehr empfehlen. Der macht Mittwoch, glaube ich, immer KSP. Und die anderen Tage spielt er dann auch mal was anderes. Ja, also guck einfach mal in den Kalender rein. Da kann man sich verschiedenste Streamer zusammensuchen. Ich kann jeden Einzelnen in diesem Kalender vorbehaltlos empfehlen. Auch wenn nicht alle KSP spielen, das muss man der Fairness halber dazu sagen. Wobei es bei manchen wie dem Kühnup auch besser ist, dass er nicht KSP spielt, weil mir die Kerbals echt leid tun. Der ist nicht so gut. Der ist wirklich nicht gut. Also mit KSP zumindest. Ich glaube, Elex und sowas kann er ganz gut. Aber KSP so gar nicht. Also so richtig. Ich glaube, meine Mutter, wenn ich ihr das geben würde, könnte instant besser KSP spielen als Kühnup. Ja gut, vielleicht werden die Livestreams nix, Mark, aber die gute Nachricht ist, es gibt ja auch hier bei Twitch immer Aufzeichnungen. Und manchmal, gerade am Wochenende und so, streamen wir auch ein bisschen zu gefälligeren Tageszeiten, so wie ich heute. Hat Cookie eigentlich YouTube? Also er hat YouTube, aber soweit ich ihn verstanden habe, also es gibt, glaube ich, bei YouTube noch was. Ich weiß nicht, ob er den Account gelöscht hat oder so. Ich vermute jetzt einfach mal nicht. Aber er macht jetzt alle Livestream-Sachen bei Twitch, was auch total Sinn macht, weil es einfach die bessere Livestreaming-Plattform ist. Nee. Genau. So. Wir haben noch ein bisschen bis zum Burn. Er sagt rund 3 Minuten. Mal gucken, ob er das wirklich so sieht. Oh, jetzt war ich ein bisschen langsam. So. Gut, sind wir unterwegs mit dem nächsten Bauteil. Also es werden heute ein paar Starts. Wir werden heute wirklich sukzessive Raketen starten nach Minmus, um die da alle hinzubringen, die ganzen Bauteile. Und dann müssen wir noch den Space Tuck einmal in Orbit bringen. Also im Prinzip das Teil, was nachher hier zum Beispiel andockt. Und also so ein kleiner Sattelschlepper im Prinzip. Das Bastelfahrzeug. Das, was die Station im Duna-Orbit, das ist ganz wichtig, im Duna-Orbit zusammensetzen soll. So lange bleibt das erstmal noch in Einzelteilen. Also alle haben hier im Prinzip dieses Standard-Carrier-Modul. Das ist auf das schlimmste Modul ausgelegt. Das kann 29 Tonnen also nach Duna, jetzt hätte ich schon wieder Mars beinahe gesagt. 29 Tonnen nach Duna bringen und transportiert unsere verschiedenen Einsatzmodule oder Einzelmodule der Raumstation, damit wir sie so wie sie war wieder zusammensetzen können im Duna-Orbit. So sieht's aus. So sieht das aus. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird eine lustige Bastelaktion. Auf jeden Fall. Ja, und betanken müssen wir das Zeug dann natürlich auch noch. Also vielleicht. So wie das hier aussieht, muss ich ehrlich sagen. Ja, obwohl. Warum? Ach, hier ist schon wieder Crossfeed an, richtig? Ah, so sieht das irgendwie auch schon alles vernünftiger aus. Sehr spannend. Und Major Spanker, guten Morgen. Und Markman, Dankeschön für 5 Euro. Ohne Robert wäre die Arbeit im Labor immer so langweilig. Oh Gott, du Armer, musst am Sonntag arbeiten. Das tut mir sehr leid, aber es freut mich, wenn ich dir das ein wenig aufheitern kann. Und es ist ja auch Wissenschaft. Also wenn du im Labor arbeitest, da kann auch keiner was sagen.
Ganz ehrlich, eigentlich solltest du das groß laufen lassen, dass das jeder sieht, damit die auch sehen, dass du dich wissenschaftlich weiterbildest. Ja. Das ist ja kein Quatsch oder so. Das ist ja kein Kinderspiel. Das ist ja hier totally serious Space Science. So, jetzt kommt ein kurzes Leerstaging. Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich alles ordentlich mache. Zack. 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 Ja, okay, alles gut gemacht. Sehr schön. Steht die Duna-Crew schon? Nein, die Crew steht noch nicht. Und wir haben auch noch ein bisschen Zeit, die zusammenzustellen, denn das Startfenster ist ja erst in einem Jahr und 251 Tagen und die Crew wird natürlich erst sehr kurz vorher starten. Allein schon wegen diesen Habitation-Gründen und so weiter. Ich werde die Crew dann also zusammenstellen. Und ich denke auch, die wird nicht ganz klein werden. Ich muss dann nochmal in meiner Simulationsgarage, nenne ich sie mal, wo wir total professionell Duna-Missionen simulieren. Ich nehme mal kurz einen Schluck Kaffee, damit keiner merkt, wie sehr ich geschummelt habe. Und dann werde ich natürlich das Maximum dessen, was ich mit halbwegs Sicherheitstoleranz vertreten kann, an Crew auf jeden Fall mitnehmen nach Duna, damit wir schon mal eine richtig coole Orbitalcrew haben. Denn wir haben ja auch die Möglichkeit mit diesem coolen neuen Modul, also ich habe die Medical Bay ja mit dabei, dass wir quasi den Kerbals, die dort wohnen, ihren Habitation Homesickness Counter wieder resetten können, solange wir noch Colony Supplies haben. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das funktioniert. Und theoretisch ist sogar ein Colony-Module mit dabei. Das heißt, theoretisch könnten wir, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar anstellen, dass die Kerbals sich vermehren mit der Zeit. Das stelle ich natürlich nur an, wenn da auch eine Frau mit dabei ist. Also ein weiblicher Kerbal. Sonst wird das schwierig, das zu erklären. Also ich habe nichts dagegen, wenn ne, zwei von euch lange im Duna-Orbit, da kann man alles verstehen, aber da kommen im Normalfall halt keine Kerbals bei raus. Habe ich zumindest gehört. Oh, noch ein kleiner Moonfly bei fast gratis mit dabei. Den ignorieren wir mal. Aber wir kommen sehr nah am Moon vorbei. Schön. Kann man nochmal gucken. So. Ich hoffe natürlich, Markman, du hast mir jetzt nicht deinen ganzen Sonntagszuschlag hier gespendet für deine Arbeitszeit. Aber vielen Dank nochmal. So. Genau, Männer allein im Weltraum. Oh, Brokeback Orbit, auch sehr, sehr schön. Brokeback Orbit. Es gibt doch ein Tier, was bei Nahrungsknappheit männlich wird. Ja, Mensch heißt das. Die werden stinkig, fangen an zu grummeln. Ich glaube, das heißt Mensch, das Tier. Typisches männliches Verhalten. Angefressen sein. So, so. Sexy Orbit. Yes. So, kann man direkt so lassen. Hervorragend. Also gibt es bestimmt. Ich meine, es gibt ja auch. Wir haben das letztens. War das nicht in deinem Stream, Spanker, wo wir das Thema mit den Hermaphroditen geklärt hatten? Wo sogar jemand extra auf Wikipedia nachgeguckt hat mit diesen Schnecken, die ihr Geschlecht wechseln und bla und tralala. Ja, oder Dinge, die sich selbst befruchten. Fachbegriff ist Hermaphrodit. Das habe ich mal in der Schule gelernt, aber tatsächlich weiß ich es jetzt gerade, weil ich meine, das war irgendwie vor ein paar Tagen bei Spanker im Stream mal ein Thema. Übrigens, wo er hier gerade rumhockt, ne, so, jetzt, ich habe ja kurz so eine Driftphase hier. Wenn ihr mal gucken wollt, auch ein ganz netter Kerl hier aus dem Norden. Ja. Slop, 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 slop. Bei dem guten Mann könnt ihr auch mal vorbeigucken. Im Moment spielt er ziemlich viel Diablo und Alien Isolation. Ich habe ihn aber auch schon bei KSP mal erwischt. So bin ich über ihn gestolpert. Ganz netter Typ, auch sehr laid back. Er trägt halt eine Mütze, aber niemand ist perfekt. Und natürlich Unterhaltungsniveau technisch wie alle ungefähr 2 bis 3 Stufen über mir. Also nicht ganz so ruhig. Aber ja, wie gesagt, guckt mal auf dem Link vorbei und lasst dem guten Mann gerne mal ein Follow da. Der macht echt auch schöne Streams. So, hast du was gegen Mützen? Nee, tatsächlich habe ich nichts gegen Mützen. Ich bin immer nur ein bisschen neidisch, weil ich kann keine Mützen tragen. Also erstmal sieht es scheiße aus. Da geht's schon mal los. Sieht scheiße aus. Und selbst die großen Unisize Basecaps sitzen auf meinem Kopf drauf wie ja, wie so ein
Sektkorken, den du nochmal versuchst, in eine Flasche reinzustecken. Es funktioniert einfach nicht. Ich habe so einen ganz komischen Riesenkopf. Damit möchte ich jetzt, das ist jetzt kein unterschwelliger Dive in Richtung, ich bin super intelligent oder so, sondern ich habe einfach einen echt großen Kopf, aus welchen Gründen auch immer. Meine Mutter tut mir heute noch leid. Ich kann einfach keine Cappies tragen. Die einzigste, also es gibt ganz wenig Cappies, es gibt so Flexband-Cappies, bla, in riesengroß, die kann ich dann tragen, aber die sehen halt auch nicht aus, ne? So, es ist erblich bedingter Haarausfall. Nein, das weiß ich. Ich weiß doch gar nicht, was du unter deiner Mütze hast. Jetzt hast du dich selber geortet. Aber gegen erblich bedingt kann man hier Actimel für die Haare, wie heißt denn das? Entschuldigung. Das heißt nicht Actimel, aber auch irgendwas mit A. Actimel für die Haare. Ich glaube, das lasse ich mir übrigens gerade markenrechtlich schützen. Da habt ihr die Finger nicht dran verloren. Alpecin, genau. Alpecin, sage ich doch. Actimel für die Haare. Versuchen mit dem Edding, aber ich hoffe mit dem Edding so einzelne Haare. Also ich stehe einfach dazu. Und gucken wir mal. Also ich habe ja das Headset quasi jetzt immer, ich habe über die Jahre kann ich es jetzt in den Streams dokumentieren. Wir haben das Headset als die Maßkante, wie weit sich die Haarlinie nach hinten zurückzieht. Wird schon alles werden irgendwann. So. Traumstation. An der Raumstation. So, hier machen wir mal das Bremsenei. So. Einfach Perücke drauf. Oh ja, so eine Tingeltangel-Bob-Perücke. Das merkt bestimmt keiner. Die Körbel haben auch größere Köpfe. Ja, vielleicht. Vielleicht bin ich auch ein Körbel. So. Sollte der Haaransatz hinterm Headset landen, gibt es eine Party. Nee, dann frage ich Elon Musk mal, was er hat machen lassen. Also, ihr müsst euch mal Bilder von Elon Musk vor so ungefähr 10 Jahren, 15 Jahren zu seinen PayPal-Zeiten angucken und seiner Frisur zu diesem Zeitpunkt. Und dann guckt ihr euch mal seine aktuellen Bilder an. Ich glaube, das war nicht nur Alpecin. Ist aber nur so eine Vermutung. Also zum Thema Space-Kram kann ich euch da auch sehr, wie gesagt, die Frisurentwicklung des Elon Musk empfehlen, tatsächlich. Ein sehr unterhaltsames Thema. So. Grünen Filter auf die Webcam und man merkt direkt keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob ein grüner Filter auf der Webcam zusammen mit dem Greenscreen. Ach, was weiß ich. Winter mit blonder Perücke. Irgendwann mal so eine Atze Schröder-Perücke oder so. So, jetzt kommen wir aber mal zum Ernst des Lebens. Also, Hapcommon haben wir gestartet. Jetzt kommt Hapquarters dran, meine ich. Ansonsten alles gleich. Das ist im Prinzip baugleich. Es ist einfach nur anders eingestellt. Verflucht kennt einer, hat das machen lassen, bis 5 Monate nach dem Einpflanzen wieder alles ausgefallen ist. Hervorragend. Ich hoffe, er hat da irgendwie eine Garantie drauf gehabt oder so. So, ich resette das hier mal auf normales Licht. Oh, gerade frisch aufgegangen, die Sonne. Gut, dann machen wir jetzt noch mal eine Runde mit dem zweiten HEP-Modul, dass wir die schon mal haben. Das sind im Prinzip diese beiden Teile, die seitlich angedockt werden. Ich werde übrigens für alle, die neu dazugekommen sind, nach diesem Start werde ich mal einen kleinen Blick euch noch mal zeigen in Zack, weg. So, einen kleinen Blick zeigen in unsere Garage, wo die Raumstation in fertig aufgebaut ist. So, theoretisch müssten wir sogar das Fairing stehen lassen können. So, weil jetzt kommt Hapquarters. Und Hapquarters ist nichts, wie gesagt, nichts anderes. Es ist exakt das gleiche dämliche Raumschiff. Was? Freeze? Freeze. Grüne Haare, Brille und Bart. Okay. Ach, ich habe so lange stillgehalten, dass ihr dachtet, mein Internet ist weg oder was? Ja gut, manchmal, manchmal, ne?
Ihr wisst doch, Männer haben so diese Nothing-Box, zu der gehen wir sehr gerne hin und gucken da rein. Einfach mal Gehirn ausschalten, kurz. Aber wenn die Musik noch läuft, dann wisst ihr, dass noch nicht der Stream abgestürzt ist. So, das ist Headquarters. Hoffe ich. Ich gucke da gleich nochmal rein, ob es auch wirklich so eingestellt ist. Das Gesicht dazu. Das Gesicht dazu. Das weiß ich nicht. Habt ihr es geklippt? So, das ist Headquarters. Ha. Ach, du hast Caspian nicht mal. Wie bin ich zu dir gekommen, Major Spanker? Was habe ich bei dir zuerst gesehen? Was war das? Irgendwer muss dich geautohostet haben, das weiß ich noch. Also irgendwie muss ich ja zu dir geraten sein. Wenn es nicht KSP ist, KSP suche ich automatisch. Und dann alles danach ist irgendwie über andere Kanäle. So, wie gesagt, gleiches Spiel in Grün. Wir schießen das jetzt nochmal hoch. Das ist genau das gleiche Ding. Und wenn das auf dem Weg ist nach Minmus, dann zeige ich mal allen nochmal kurz einen Zwischenstand mit der Raumstation oder eine Übersicht, wie die Raumstation mal aussieht, wenn sie zusammengebaut ist. Damit sich nicht alle fragen, was tut der da eigentlich? Warum schießt der diese ganzen Bauteile hoch? Und was meint der mit, das sind jetzt die beiden seitlichen Ausleger? Naja, unsinnig, so sinnig wie Diablo halt ist. Also, dann muss es Diablo gewesen sein. Hast mich ja auch direkt angefixt. Direkt Diablo gekauft danach. Fürchterlich. Ich habe heute Mittag mal probiert, so ein bisschen, was ich alleine spielen kann. Eieieiei. Mein Solospiel ist noch nicht auf einem sehr hohen Niveau. Oh, heute mal ohne Kürbels. Ich bin positiv überrascht, dass wir das hinbekommen haben. Sehr schön. So, dann SRS an. Hübschen Kamerawinkel an. Auch wollen wir mal aus dem Follow-Mode. Lasst uns mal aus dem Locked-Mode starten. Das ist bestimmt richtig geil. Noch nie gemacht, aber das kommt bestimmt gut. Zack. Vollschub. Und los. Geht's, warte, ich mach die Alarmglocke noch zu, damit wir das auch richtig genießen können, das Kotzkommando. So, Vollschub ist drin und los geht's. Okay, bisschen runterregeln. Ich drehe uns, dass wir auch was davon haben, dass wir im Locked Mode fliegen. Aim-Kamera an die Spitze, auch eine schöne Idee. Mal gucken. So, erstmal kurz stabilisieren. So. Und dann nehmen wir das Näschen langsam rum. Sieht man schon was? Noch nicht. Oh, das war too much, das war too much, das war too much. Ah, keine gute Idee. Mal gucken, ob wir die Drehung überleben. Ich gehe auf Prograde. Und hoffe, dass ich das mit den Triebwerken gefangen bekomme. Das ist natürlich das Risiko von solchen Aktionen. Ah, hat er wie ein Profi gemacht, ne? Wie ein Profi. So. Jetzt halten wir den mal kurz. Aber man sieht natürlich primär blau. Primär sieht man blau im Chase Mode. Aber wir lassen das jetzt mal so. Okay. Alles im Griff. Nichts Schlimmes passiert, Gentlemen. Das macht man so. Profis starten ihre Raketen immer mit einem Salto, um nochmal zu zeigen, wie viel Sprit sie extra mitgenommen haben. Das wird bei dem Modul schon mal teuer an der. An der Tanke. Oh, vielleicht sind wir ein bisschen schnell, hä? Was denkt ihr? Ich weiß nicht, dieses Funkenflugzeug sieht komisch aus. Ich glaube, das waren die Flügel. Hatten wir Flügel? Falls ja, waren sie das. Okay, wir fliegen nie wieder im Locked Mode. Das ist echt scheiße. Da kommt nichts Gutes bei rum. Es gehen dauernd nur irgendwelche Sachen kaputt. So, ich bringe mich jetzt noch auf 100 Kilometer Höhe. Und dann ist gut. So. Okay. Gut, das haben wir. Dann würde ich sagen, Fairing lassen wir noch einen kurzen Moment zu.
Wir haben noch ein bisschen viel Atmosphäre, obwohl eigentlich müsste das okay sein. Jo. Deploy. Alles gut. Sehr schön. Okay, dann. Extend all solar. Und Antenne UF. Gut. Und dann werden wir uns mal langsam und heimlich in den Orbit stehlen. Wir haben ein bisschen Zeit. So, aber nicht zu viel Zeit, sonst geht uns die gleich noch flöten. So, wir müssen nämlich noch ein bisschen an unserem Orbit arbeiten, damit wir auch irgendwo hinkommen. Gut, und wir können schon mal währenddessen uns Duna, Minmus als Ziel setzen. Das ist dann nämlich die nächste Rakete, die sich auf den Weg macht, um dort ihr Dasein zu fristen. Oder zumindest eine Betankung zu bekommen. Und die wird das auch nötig haben nach meinem kleinen Stunt. 528 Delta V. Oh, das wird sogar relativ knapp mit dem Orbit, habe ich so das Gefühl. Jo, ich muss mal kurz ein bisschen die Nase hochziehen. So. Zack. Oh ja, das wird eine. Ich werde wahrscheinlich sogar den Orbit schon mit den Haupt. Triebwerken, ja, knapp, ja. Ich werde ein bisschen Schub wahrscheinlich noch aus der Transferstufe nehmen müssen, um den Orbit zu finalisieren. Okay. Ach nee, da ist ja noch. Ah, alles ist gut. Da ist ja noch. Ich habe ich habe übersehen, dass da noch eine Stage dazwischen ist. Alles ist super. Alles ist super. Wir haben genug Puffer. Da kann man auch mal ein Salto verkraften. Alles gut. Ja, ich wollte das Tanken irgendwie rechtfertigen, aber. Na, eigentlich wollte ich ein Salto rechtfertigen, ehrlich gesagt. Oh, die Kerbin Space Station kommt gerade an uns vorbei. Nee, nicht mehr. Wir sind schon auf Fluchtgeschwindigkeit. Irgendwo hinter uns ist die Space Station. Über uns. Cool. Space Station, tschüss. Wir fliegen nochmal weiter. So. Erstmal den Orbit fertig machen. Schwupp. So. Und Orbit erreicht. Und wir machen bei ungefähr kreisförmig aus. Das ist kreisförmig genug für meinen Geschmack. Okay. Ja, Mensch, können wir mal rüberwinken. Die Space Station ist tatsächlich nicht weit von uns entfernt. Also sehen kann man sie noch nicht, aber er zeigt sie uns zumindest schon mal als kleines Quadrat an. Wir sind aber auf einem niedrigeren Orbit und entfernen uns. Ich spiele im Moment auf der 1.3.0, kann man hier auch sehen. 1.3.0. Das Hardcore Colonization Mod Set, ich muss mir irgendwann mal Zeit, um das testen, müsste aber mittlerweile auch auf der 1.3.1 verfügbar sein, eigentlich mit dem, was man so kriegen kann. Ich glaube, es sind so ein paar Kleinigkeiten wie Planet Shine und so, die nicht so toll tun. Die funktionieren hier aber auch schon offiziell nicht. Die müssten also inoffiziell genauso gut schlecht in der 1.3.1 funktionieren wie in der 1.3.0. Also es ist verflucht. Warum genau 1.3.0? Weil die. Also ich muss halt immer ein bisschen aufpassen, dass die Modsets nicht auf dem Weg auf eine neue Version verrecken. Und bei 1.3.1 hat es instant nicht funktioniert. Da fehlten ganz viele Mods, weil die noch nicht portiert worden sind. Jetzt sind ein paar Monate rum. Ich müsste mich eigentlich, wie gesagt, mal auf den Arsch setzen und es einfach wieder durchprobieren. So, wir machen am Descending Node unsere Korrekturen. Genau, es ist einfach nur, ich möchte halt nicht. Ich patche nicht wild vor mich hin, weil ich möchte euch ja konsistent, wenn es bei mir zeitlich klappt, jede Woche einen Livestream anbieten können. Und das kann ich nicht, wenn zum Beispiel das USI Live, also das ist ein ganz großer Punkt, warum ich aufhören musste, Hardcore Kerbal zu patchen. Da wurden halt die verbauten Module komplett umbenannt, was es sehr, sehr ärgerlich gemacht hat. Und ich hatte das an sehr vielen Stellen verbaut. Also es war nicht feasible, Schrägstrich, sinnvoll, Schrägstrich, irgendwas. Das Savegame zu editieren. Tja, damit hatte dann das Spiel leider verloren und ist deshalb heute noch auf der 1.1er-Version, müsste das sogar noch sein. Ja.
kann ich nicht updaten. Und ich hoffe, es zerreißt das Spiel nicht irgendwann mal, weil das kriege ich auch nicht mehr zusammengebastelt. So, dreh dich, dreh dich. Und Spanker, vielen lieben Dank für deinen Host. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier unseren Burn hinbekommen. Als erstes natürlich mal die Inklinationsanpassung. So, von der Raumstation müssen wir uns mittlerweile auch ganz gut entfernt haben. Wird die noch angezeigt? Nee, ne? Nee. Das ist nur noch unser eigener Schrott. So, wie gesagt, jetzt wieder Inklinationsanpassung. Wir werden dann in der nächsten Runde unseren Start fliegen. Im nächsten Orbit. Dann gibt es einen kurzen Überblick über die Raumstation, die wir da so gerade verschiffen. Und dann müsste das, jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube, das Medical Bay ist als nächstes dran. Aber das sehen wir dann in der Übersicht. Deshalb will ich auch reingucken, um einmal zu gucken, dass ich da tatsächlich das richtige Teil auch starte. So. Ja, das wird uns diesmal aber aus dem Haupttriebwerk richtig Sprit kosten. Also wir haben jetzt noch 597, also knappe 600 Delta V im Triebwerk. Das wird nicht reichen, um das schon mal grob zu spoilern. Ihr wisst ja, dass also alle, die schon etwas Kerbal Space Program gespielt haben, Schrägstrich hier ein bisschen länger zu gucken, wissen, dass wir so ungefähr 900 Delta V brauchen, um uns nach... Was war das denn schon wieder? Das war schon wieder so ein Moon Encounter, oder? Ja. Hey, Polar Orbit. Okay. Ungefähr 900 Delta V brauchen, um uns rauszuschießen nach Minmus. Die wir natürlich im Moment schlicht und ergreifend nicht haben. So. Perhaps ist 4, 478, sehr schön. So, welche Seite? Richtige Seite. Okay, sehr schön. Gut, gut. Das ist doch ordentlich. Dann lasst uns diesen Burn in 27 Minuten entsprechend zelebrieren. Der Chat ist so ruhig oder liegt es an meinem Rechner? Nee, der Chat ist heute tatsächlich relativ ruhig. Das, vielleicht sitzen viele auch einfach vorm Fernseher oder machen nebenbei Kaffee trinken. Das ist ja auch okay. Also, es liegt nicht an dir, Windzähler. Es ist nichts kaputt. Es ist heute einfach relativ ruhig. Das passt so. Also, ich kann dir das bestätigen. Also, wenn dein Chat kaputt ist, ist meiner auch kaputt. Genau, Sonntag. Am Sonntag. Am Sonntag sollst du ruhig sein, in die Rakete, in die Kirche gehen und eine Rakete starten. In die Rakete gehen und eine Kirche starten wäre irgendwie eigenartig gewesen. Genau, in die Kirche gehen und 1 bis 15 Raketen starten. So hat es schon Moses auf seinen Steintafeln. Whatever. Hört mir einfach nicht zu. So. Ein paar Minuten noch. Könntest du ein wenig genauer auf die Delta V eingehen, bitte? Verflucht, du kannst einfach die Frage stellen, die du dazu hast. Also, ja, ich kann wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde Monolog über Delta V halten, aber du könntest mir einfach mal sagen, was deine Frage dazu ist. Dann könnte ich vielleicht das, was dich interessiert, beantworten. Das gilt übrigens auch für den Rest von euch, ne? Gerne auch in den Livestreams, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr was nicht versteht, wenn ihr seht, dass ich einen Fehler mache und das mal gerne korrigieren möchtet, weil um Himmels Willen, ich lerne ja auch immer weiter dazu. Raus damit. Schreibt es einfach und wenn ich es nicht überlese, also ich bin auch echt gut darin, den Chat zu ignorieren, das muss ich der Fairness halber dazu sagen, aber ich bin auch immer gerne bereit, Fragen zu beantworten, weil meine persönliche Meinung ist, nur wenn man Fragen fragt, kann man auch was dazulernen. Und deshalb tut das gerne auch. So.
Weil ich das interessant fände für deine Anfängervideos, mal eine kurze Erklärung der wichtigsten Vokabeln. Ja, Jens ist ein guter Einwurf. Das habe ich aber versucht, in die Anfängervideos mit einzuarbeiten, in die neue Serie. Und zwar ist in der neuen Serie immer, wenn ich neue Begriffe reinbringe, wie Thrust-Weight-Ratio oder andere Dinge von Engines, habe ich versucht, am Ende des Videos erklärende, weiterführende Links im Abspann einzufügen, die bei der Kerbin Space Academy dich zu Videos führen, wo das nochmal detaillierter erklärt wird, wenn du mal wissen möchtest, was erzählt der denn eigentlich, wenn der über Thrust-Weight-Ratio redet. Und ihr braucht mir übrigens nicht erzählen, dass TVR irgendwie falsch ist. Ich weiß, ich habe es mir aber so fürchterlich angewöhnt. Ich weiß, dass ein W auf Englisch W heißt. Deshalb versuche ich im Regelfall jetzt mittlerweile einfach Thrust-Weight-Ratio zu sagen. Ja. Delta V ist deine Orbitgeschwindigkeit, also da du nicht genug. Nee. Das ist nicht meine Geschwindigkeit, sondern Delta V, das hatte eben Bierbauch auch schon geschrieben. Das ist die Menge an Beschleunigung, also dein kinetisches Potenzial, wenn du es so nennen willst. Also ich kann mit, wenn ich 100 Meter pro Sekunde Delta V habe, kann ich meine Geschwindigkeit um 100 Meter pro Sekunde verändern. Okay? Das ist im Prinzip mein, ja, du kannst es dir ein bisschen vorstellen wie deine Tankanzeige, wenn du es mal auf ein Auto ganz banal übersetzt. Denn die Delta V-Zahl entscheidet darüber, wo du hinkommst. Denn im Weltraum bremst dich halt nichts ab. Mit dem Auto gibst du Gas und irgendwann rollst du aus durch Rollwiderstand, Berge und so weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Delta V habe, kann ich damit unterschiedliche Dinge tun. Ich stage mal kurz, dann erzähle ich weiter. Genau, Jin hat sehr schön geschrieben, V, Geschwindigkeit, Delta, Differenz. Genau, ich erkläre es jetzt gleich nochmal auf der nicht variablen Ebene. So, was du nämlich mit 100 Meter pro Sekunde machen kannst, ist zum Beispiel, was ich jetzt gerade tue. Ich investiere 100 Meter pro Sekunde, um zu beschleunigen. So, damit werde ich natürlich 100 Meter pro Sekunde schneller. Das kostet mich natürlich von meinem Delta-V-Budget, also aus meinem Tank, meiner Möglichkeit, meine Geschwindigkeit zu verändern, 100 Meter pro Sekunde. Wenn ich es auf den Punkt fliege, wenn ich es ineffizient mit so Geschwurbel fliege, dann kostet das auch gern mal mehr als 100 Meter pro Sekunde. Das ist die eine Variante, aber ich könnte natürlich auch andere Dinge machen. Zum Beispiel könnte ich beschleunigen und bremsen mit 100 Meter pro Sekunde kann ich maximal 50 Meter pro Sekunde beschleunigen, weil ich muss auch 50 Meter pro Sekunde wieder bremsen. Auch das hat mich dann 100 Meter pro Sekunde Delta V gekostet, denn ich habe meine Geschwindigkeit in der Differenz um 100 verändert. Ich habe einmal 50 beschleunigt und einmal 50 gebremst. Insgesamt war das dann natürlich ein bisschen für die Katz, weil ich habe natürlich meine Geschwindigkeit nicht verändert am Ende, sondern ich bin genauso schnell wie vorher. Aber das ist halt die Kombination daraus. Und dann kannst du kombiniert mit sogenannten Delta-V-Maps, kann man einfach mal googeln, die sehen so zum Beispiel so aus. Zum Beispiel, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Ja, wie so Busfahrpläne oder U-Bahn-Karten. Da kannst du sehen, wie viel Delta-V man braucht, um irgendwo hinzukommen. So, jetzt, ich habe noch einen Moment zum Brennen, das sieht gut aus. Genau, und zum Beispiel aus einem niedrigen Kerbin-Orbit, ich glaube, der wird mit 70 Kilometer angegeben, rüberkommen in einen Vorbeiflug nach Minmus, wird angegeben mit ungefähr 900, ich gucke mal auf meine Delta-V-Map. Mm-mm. 930 Delta V. Wie du bei mir siehst, aus einem etwas höheren Orbit ist dann schon weniger. Da sind auch immer ein bisschen Reserven mit eingerechnet. Also ich habe im Kopf als Überschlag immer so ungefähr 900 Delta V, wenn ich nach Minmus fliegen möchte. Genau. Und das ist im Prinzip, ja, also ich glaube, die einfachste entsprechend, also das wissenschaftlich korrekte ist das, was Yin geschrieben hat, ne? Das ist deine mögliche Geschwindigkeitsdifferenz. Wie viel kann ich meine Geschwindigkeit verändern? Und in Bezug auf, wie verhält sich, was bedeutet Delta V bei einer Rakete, kannst du es dir vorstellen, tatsächlich wie die Tankfüllung bei einem Auto. Je mehr Delta V du hast, umso weiter oder umso schneller kannst du fliegen. Weil ich kann Delta V immer für zwei Sachen benutzen. Für einen sehr langen, sehr effizienten Weg oder für einen sehr kurzen, sehr ineffizienten Weg. So wie mit dem Auto musst du dir auch so vorstellen, das ist natürlich ein Unterschied, ob du mit 80 auf der Autobahn gemütlich mit eingerastetem Tempomat vor dich hinfährst. Das wäre dann so der effiziente Weg. Oder du mit 200 runter die A9 ballerst. Dann ist dein Tank halt einfach auch eine Weile eher alle. So, genau. Gut, wir haben unseren Flug
zwar so gemacht, wie er sollte, aber er ist nicht der Meinung, dass das so passt. Ich habe aber auch geredet, statt zu gucken. So, wir bremsen jetzt noch mal ein bisschen gegen. Das müsste uns dann gleich in den Vorbeiflug zurückbringen. So, und das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass ich ungenau geflogen bin und jetzt unnötig Delta V verbrate, um zu bremsen. Kaum zu glauben, du rechnest mit Delta V-Puffer. Natürlich rechne ich mit Delta V-Puffer. Ich kenne mich doch. Wegen genau solchen Aktionen wie dem hier rechne ich immer mit Puffer. Also ich glaube, wenn man es richtig gut macht, kannst du nach Minmus auch locker mit 860 Delta V oder sowas dich rausschwingen. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, wenn du den Moon für einen Flyby nutzt oder so. Genau. So, das haben wir. Aber ich schieb doch so gerne. Ja. Das eine sorgt ja nicht dafür, dass das andere nie stattfindet. Es sorgt nur dafür, dass es seltener stattfindet. Gut, wir machen uns hier wieder Manöverstart klar. Zip. So. Das, wie gesagt, erstmal das Einbremsen. Das reicht uns erstmal aus. Add Alarm. Oh, dafür ist er halt sehr schnell da in 5 Tagen, weil ich viel zu schnell geflogen komme. Also super ineffizient, was ich da gerade treibe, aber hey, irgendwas ist immer. So, damit haben wir das und dann gehen wir jetzt mal runter. In Space Center. Ich habe mal kurz den Chat mitgelesen. Genau, ja, Bildungsauftrag erfüllt. Genau, und gerade ist die schnelle, nicht spritsparende Variante. Es gibt auch eine schöne Folge in. Das müsste in der Hardcore-Colonization-Karriere sein, wo ich eine Essensversorgung mit Ionenantrieb innerhalb von unglaublich kurzer Zeit nach Duna rüberschieße. Wo ich aber auch 20.000 Delta V oder sowas für ausgebe. Genau, das ist auch relativ gutes Beispiel dafür, was Delta V bedeutet und was Delta V nicht bedeutet. Da wurde es zum Beispiel eingesetzt für, ich muss einfach unglaublich schnell zu einem unglaublich schlechten Startfenster nach Duna. Damit hätte man auch wahrscheinlich Jol und alle Monde erforschen können. Oder einmal nach Duna fliegen. So, jetzt gehen wir mal in den Spätzle-Plane-Hangar. Und ich zeige euch mal, wie das Gesamtkunstwerk mal aussehen soll, wenn es abgeschlossen ist. Damit ihr mal eine Vorstellung bekommt. Und ich mich versichern kann, dass ich das richtige Teil als nächstes verbaue. Also, was wir jetzt losgeflogen haben, also was unterwegs ist, ist das Core-Modul. Das Core-Modul besteht aus diesem Teil mit Batteries, einem Pioneer-Modul und diesen Docking-Ports. Die beiden, die wir jetzt gerade gestartet haben, sind diese beiden Kirby-Tets. Die haben wir auch gestartet schon. Die sind auch unterwegs nach Minmus. Und das Agrikulturmodul haben wir auch schon gestartet. Also das hier ist auch schon unterwegs nach Minmus. Überall, wo immer so Docking-Ports dazwischen sind, das sind so die Stellen, wo die Raumstation quasi aufgedröselt wird. Das heißt, wir haben jetzt noch hier hinten ein Treibstoffmodul oder ein Speichermodul, nenne ich es mal. In dem können wir Mulch speichern und Treibstoffe. Das kombiniert sich dann zusammen mit diesem hier zu unserem, also mit dem Monopropellant-Speicher zu einer Zwischenspeicherlösung, um Raketentreibstoff einzuspeichern, falls mal jemand nach Duna kommt und falls wir später mal Rohstoffe abbauen. Ach, da wollte ich noch nach dem Auftrag gucken, genau. Da müssen wir gleich mal, wenn wir hier rausgehen, schauen. So, und hier unten gibt es jetzt noch die Medical Bay einmal. Die müssen wir noch nach Minmus schießen. Und hier oben gibt es noch logischerweise das Forschungslabor. Das muss auch noch mit muss. Das heißt, wir haben jetzt noch dieses, dieses und dieses Subassembly oder Teil der Raumstation, die nach Minmus müssen. Und die werden wir jetzt auch noch dorthin verfrachten. Jetzt gucke ich aber erstmal, ob es mittlerweile einen Auftrag gibt. Ich würde nämlich sehr gerne einen Ressourcenscan von Duna
von Duna herstellen, um einmal zu sehen, wo wir landen können. Das möchte ich aber nicht machen, ohne dafür bezahlt zu werden. Ja, gut. Also, du baust also deinen Sand im Hangar vor. Ich habe mich schon gefragt, ob irgendwann eine Art Simulation oder so freigespielt wird. Winters Bastelbude, darauf kam ich noch gar nicht. Tja, kann man so machen, ne? Science Data from the Surface of Ike. Potenziell interessant. Generell suche ich aber Sachen, die ich irgendwie. Kerbin. Ah! Ärgerlich. A group of Scanser Surveys. Na gut. Science Data from the Surface of Ike. Prinzipiell eine gute Idee. Können wir eigentlich mal annehmen. So, was haben wir? Orbital Survey of Minmus. Duna, Duna, Ike, Duna, Duna, Duna. Genau, deshalb auch, wir haben den Auftrag, diese Raumstation auch zu bauen. Das heißt, da gibt es auch ordentlich Kohle für. Okay, aber wir haben noch nicht den Auftrag, immer noch nicht den Auftrag. Ach, es ärgert mich. Na gut, aber noch müssen wir ihn auch nicht haben. Noch müssen wir ihn auch nicht haben. So, wir nehmen uns die nächste Rakete vor und ich überlege gerade, ob wir jetzt noch. Nehmen wir noch irgendwas mit? Wir haben noch Platz, ne? Gut, wir fangen mal wieder an mit Subassemblies zusammenbasteln. Ne, wartet mal, wir können einfach. Don't save. Wir können einfach das vorherige Headquarters nehmen. Jetzt muss ich mal ganz kurz selber was nachgucken, weil ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, ich habe bei Hapcommon nicht dran gedacht, die Satelliten anzubauen, oder? Nö. Schönes Subassembly angelegt. Du baust die Station um Mimmus auf und schießt sie dann nach Duna. Nein, ich tanke die einzelnen Transportschiffe. Guck mal, die haben hier überall schon Tankstutzen vorbereitet. Ich tanke die an Mimmus auf, starte sie als Schwarm im nächsten Startfenster nach Duna von Mimmus aus, nachdem sie dort gewartet haben auf das Startfenster, und baue sie dann im Duna-Orbit zusammen. Genau, das ist der Trick. Mal gucken, ob das so funktioniert. Okay, habe ich also nicht getan. Dann könnten wir jetzt tatsächlich mal drüber nachdenken, ob wir nicht die Satellitensegmente mal mitnehmen. Also, Hapcommon prinzipiell okay. Können wir auch so lassen. Dann kommt jetzt erstmal er hier wieder ab. Because of brauche ich nicht mehr. Und wir nehmen uns Duna Station Medical. Bup, bup. Zack. Beziehungsweise nehmen wir uns dann noch die. Wo ist es? Kommunikationssat-Gedönsen-Nummer. Die so nicht funktioniert. Warte mal, warum nicht? Warum nicht, warum nicht? Reroute. Das da. Rerouten nach. Das da. Hier. So. Geht das dann? Ah, so wird ein Schuh draus. Alles klar. Gut, wie schwer ist der ganze Spaß? Unter 29 Tonnen, damit sind wir safe. Das passt. Gut, dann müssen wir diesmal ein etwas breiteres Fairing wählen. Und jetzt lassen wir mal gucken. Das ist mein Root Part. Jo, das passt auch. Das ist dann Medical. So, ich hoffe, da hat sich keiner reingeschlichen. Ne, immer noch alles. Alles grün. So, und das Auto strutten wir nochmal gegen das Rootport. Das sieht gut aus. Das gibt dem Ganzen insgesamt Stabilität. Und dann wären das hier meine Solar-Orbit-Satelliten. Zack, Delete Fairing und Build Fairing. So, und jetzt müssen wir hier aber, glaube ich, mal Lametta-Setting draus machen, sonst wird mir das zu gefährlich. Close, sehr schön.
Gut, das passt alles. Lametta-Setting. Kein Clamshell-Deploy. 100. Ja, das passt. Können wir auch 200 draus machen. Gut, dann sind die Satelliten fertig. Und diesmal habe ich sie auch wirklich mit dabei. Ich gucke nochmal rein. Ich habe sie wirklich mit dabei. Sehr schön. Gut. Safe. Und Lounge. Ab damit nach Minmus. Ihr seht, heute fliegen wir echt oft nach Minmus. Also heute ist eigentlich Fließbandstarts. So viel wir in den letzten Folgen gebastelt haben. So viel wird heute gestartet. Dafür war es ja aber auch da. Und dann wird hoffentlich ganz viel getankt und ganz viel gebastelt. Das wird sicherlich lustig. Insgesamt. Da müssen wir auch noch mal gucken, dass wir das mit dem Betanken und so. Oh, KSP ist abgestürzt. Ja, Freunde, dann gibt's jetzt mitten im Stream, das ist natürlich Timing, wir sind fast 1,5 Stunden online. Ich mache jetzt ein bisschen Musik kurz an und für euch eine kleine Bio-Break von, ich sag mal, 5 Minuten oder irgendwie sowas. Und dann geht's weiter. Ich muss einmal KSP neu starten. Dementsprechend Stöbelt rein, Mucke an und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt müsste aber langsam. Ja. Yeah. Da ist KSP auch wieder da. So, ja, dann laden wir das doch mal. Und machen das nochmal, ne? Nachdem KSP jetzt so einen kleinen Neustart gekriegt hat. Ab und zu braucht es ja auch mal ein bisschen Liebe und Zuwendung. Das war wohl jetzt gerade der Fall. Wir gucken nochmal, unser Satellit ist mit drin. Das ist also alles Chico, so wie es sein soll. Achso, ich habe beim Dings nur so geguckt. Jetzt lass mich nochmal ganz kurz gucken. Kommen. Ob das oben im Fairing nicht doch mit drin ist. Der Satellitenkram. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Sehr schön. Okay. Ich hatte das letzte Mal bewusst nur unten auf diesen Stöpsel geguckt. Okay, also unsere Satelliten sind auf jeden Fall mit am Start. Und ja, mit am Start ist ein gutes Stichwort. Gibt nämlich jetzt direkt den nächsten Start zu sehen. Feuerfrei. Hoffentlich stürzt er diesmal nicht ab, aber eigentlich so kurz nach dem Neustart geht es ihm ja ganz gut. So, dann habe ich mein eigenes Logo. Ja, ich habe in jeder Karriere das eigene Logo. In dieser Karriere ist es tatsächlich nicht das Logo, das Wintermancer-Logo, sondern es ist ein Hardcore-Colonization-Schriftzug mit weißem Hintergrund, um sich schön einzufügen. Müsste man. Kann ich euch gleich mal kurz im Fab zeigen? Da müssen wir nämlich nochmal hin. Da haben sich doch die kleinen Stinker wieder eingeschlichen. Da haben die gar nichts verloren. Die wollen immer nur ins Weltall. Nichts anderes. Immer nur ins Weltall. Verrückt machen die mich. Verrückt. So. Nochmal. Jetzt kann ich ja aber, wie gesagt, mal die Flagge zeigen. Die hängt ja da seitlich an der Wand. Wie die hier in diesem Spiel aussieht. Ist natürlich auch Custom. Alle wollen nach Duna. Ja. Vor allen Dingen die Ursprungskörbels. So, irgendwo da hinten, genau. Hardcore Kerbal Colonization. So. Schwupp. Und jetzt hier raus mit euch. Freunde, so nicht. So haben wir nicht gewettet. Zack und Lounge. Ja. Signaturschriftzug fällt natürlich nicht so gut auf, weil der sehr körbellastig gehalten ist. Danke dafür nochmal, Neo. Hast du sehr gut gemacht. Sieht fast aus wie Stock, bemerkt kaum einer. Und ich mag Sachen, die fast aussehen wie Stock und es bemerkt kaum einer. Das mit der Kolonisierung ist nur über die Mods machbar. Nö, machen kannst du es auch ohne Mods. Du kannst natürlich irgendwo eine Basis hinbauen oder so. Warum hast du dich jetzt wieder umgestellt? Du kleines Mistding. So, die Frage ist halt, wie viel Sinn es macht, ne? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage dahinter. So, wo ist denn hier? L. Controller. Ach, komm schon.
Oh, das nervt mich gerade ein bisschen, aber wir kriegen das alles irgendwie hin, hoffe ich. Wenn ich irgendwie an den Procore rankäme. Warum will er die nicht anklicken? Weil er ein Stinker ist. Ah, Gönntrolf rum hier. Dankeschön. So. Jetzt aber. Nachdem ich meine Unzulänglichkeiten im Raketendesign erstmal sauber kaschiert habe. So. Genau, also du kannst eine Base bauen, aber die brauchen da halt nichts auf der Base. Du kannst sie ja halt für immer sitzen lassen. Und sobald du anfängst, Live-Support-Sachen zu machen, wird es natürlich spannend, sich auch Module zu holen, die Live-Support herstellen können. Sonst musst du die Base halt versorgen. Und da muss ich sagen, hat USI ein sehr ausgeklügeltes System, sehr umfangreiches, wie man ja auch hier immer wieder sehen kann. Und das finde ich dafür ganz gut. So, ich starte jetzt mal. Vor lauter Geschnacke sonst wieder hier den Startfenster verpassen. In diesem Sinne, los geht's. Oh Gott, es laggt ganz fürchterlich. Düt, düt. So, ein bisschen Speed rausnehmen, dass wir nicht ganz wieder so schnell werden. Das war nicht beim letzten Mal ein bisschen viel des Guten, was zu diesem Flip geführt hat. Und diesmal haben wir ein bisschen mehr Gewicht bei. Da möchte ich nicht spekulieren, ob das reicht, dass wir so viel Puffer haben wie beim letzten Mal, um uns zu vergnügen. Das Problem für mich ist, ich kenne den Unterschied zwischen Mod und Ingame-Tech nicht, weil ich recht weit hinter dir bin. Das verstehe ich nicht. Recht weit hinter mir? Was meinst du damit? Also, hast du das Mod-Set installiert? Dann ist es ja egal. Aber erklär mal, was du genau meinst. Ich verstehe es nicht ganz, worauf du hinaus willst. Ach, bei der Forschung. Ja gut, aber du hast die Mods installiert, oder? Naja, durch. Wann hat man KSP schon durch? Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich KSP durch habe. Das ist insgesamt recht schwierig, den Punkt zu erreichen, wo man mit gutem Gewissen sagen kann, man hat KSP durchgespielt. So, wir grillen das Fairing nicht allzu sehr. Sieht aber gut aus diesmal. Schöne Trajectory bekommen. Wir sind fast ein bisschen immer noch zu steil. Aber sieht okay aus. Über Max-Q sind wir locker drüber gehüpft. Ganz locker. Ja, man kann den Tech-Tree auf jeden Fall durcharbeiten. Das ist richtig. Das stimmt. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, weil man den Tech-Tree durch hat, hat man KSP durchgespielt. So weit würde ich nicht gehen wollen. So. Sepp. Sieht gut aus. So, und jetzt lassen wir die hier mal auf niedrigem Niveau laufen. Beziehungsweise, ja, wir lassen die mal kurz noch laufen. Genau, also eine Kolonie im Stock-Game ist tatsächlich, es wurde vorhin ja auch genannt, es ist Ressourcenabbau, also du kannst halt minen. Ich meine, in meinem ursprünglichen Tutorial hatte ich das auch gezeigt, dass man auf Minmus eine Basis bauen kann, um trotzdem Sprit abzubauen, um dann interplanetares Reisen zu vereinfachen. Also das, was ich hier jetzt im Prinzip hier in sehr komplex tue, kannst du in relativ einfach auch im Stock-Game tun. Ich finde, ich persönlich finde es halt nicht so reizvoll, weil ich knall halt irgendwo eine Basis hin. Und dann steht die da halt. Und die nächsten 200 Jahre bauen die Kerbals Fuel ab. Deshalb finde ich es halt gemoddet spannender, weil man ein bisschen mehr dafür tun muss. Aber ja, also es ist nicht so, als ob es keinen Sinn macht. Aber ich würde es jetzt nicht als Kolonie bezeichnen. Also ja, kann man so nennen. Ich finde es halt ein bisschen fade einfach, dass du dann im Stock-Game einfach nur die Typen da hast, die Treibstoff herstellen. Aber das kann man natürlich tun. Und das sollte man auch tun. Es hilft nämlich doch enorm. So, ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Und zwar auf dem Horizont runter.
Du. Mit durch meintest du den Tech-Bomb. Ja, den Tech-Bomb kann man natürlich durcharbeiten, das ist richtig. Aber ich sehe es auch so. KSP ist halt eine Sandbox, ne? Du kannst dich, solange du noch was hast, womit du dich beschäftigen kannst, ist es nicht fertig, das Spiel. Ich spiele es jetzt seit, ich glaube, wir nähern uns hart dem 5. Jahr. Also, gestreamt habe ich es noch nicht so lange, aber ich spiele es halt schon deutlich länger, als ich streame. So, ich mache jetzt mal das Fairing auf. Früher war ja mehr Lametta, ne? Und ich mache immer noch Sachen, die ich noch nie gemacht habe in KSP. Einfach weil das in meinem Spielstil halt nicht mit drin ist. Zum Beispiel jetzt so eine in Einzelteile zerlegte Station in Einzelteilen in einer Schwarmflotte nach Duna rüberbringen, um sie dort zusammenzusetzen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber so ist es halt. Man findet immer wieder irgendwas. Und man kann auch ohne Mods krasse Sachen machen. Und natürlich, um Himmels Willen, du kannst allen Krimskrams bauen. Von riesigen Raumstationen über Mechs, über bla. Also es gibt nicht nur den Weg, KSP gemoddet zu spielen. Deshalb zum Beispiel mache ich meine Tutorials auch immer komplett ungemoddet. Das muss jeder für sich selber wissen, was er eventuell an einem Spiel ändern mag oder nicht mag. Und ja, Spaß macht es auch ohne Mods. Was mir persönlich fehlt im Grundspiel, ich würde mir wünschen, wenn das irgendwann mal in der Version noch mit reinkommt, das wäre für mich so der große Schlag der Glückseligkeit, dass Live-Support tatsächlich als Grundfunktionalität mit reinkommt, weil ich finde halt leider diesen Punkt mit kein Live-Support zu haben sehr, sehr, sehr schwierig. Das nimmt mir viel von dem Simulationsfaktor einfach raus. Ist aber, wie gesagt, eine persönliche Präferenz. Präferenz ist das Wort, was ich gerade suche, genau. Disable Crossfeed, so. Und ich stimme dir komplett zu, Warhammer, man kann das Spiel. Ich habe es bestimmt 1,5 Jahre ungemoddet gespielt. Also komplett ungemoddet, bevor ich überhaupt angefangen habe, über Modding nachzudenken. Ja, nicht fix, Warhammer. Das meine ich auch nicht. Also nicht als Standard, sondern dass man sich's halt dazu schalten kann. Und ja, ich denke auch. Man sollte es auf jeden Fall auf ein Niveau lassen, wo man erstmal einen Einstieg findet. Weil ich muss auch sagen, als ich mal mit KSP angefangen habe, wenn da jetzt auch noch Live-Support drin gewesen wäre, also so direkt am Anfang, ich weiß nicht, ob ich dabei geblieben wäre oder ob das zu frustrierend gewesen wäre, weil ich weiß noch, wie anstrengend es war oder wie schwer es eigentlich war, bei KSP im Karrieremodus den Punkt hinzubekommen, mal eine Mondlandung zu machen. Also meine erste Mondlandung war echt, boah, das war so ein Gewaltakt, da irgendwie mal hinzukommen, dass das funktioniert für mich. Oh shit, schlechte Idee. Das habe ich schon mal gemacht, ne? Retract All Solar. Gott sei Dank. Klippen die Dinger nicht ineinander und zerstören sich gegenseitig. So. Extend dieses Solarpanel. Nur explizit dieses bitte. Danke. Und extend dieses Solarpanel. Ach, ja. Aber das ist ja das Schöne, dass man eigentlich, also ich finde, das ist auch ein ganz großer, großer Vorteil an KSP oder etwas, was dieses Spiel so wundervoll macht, wie es ist, dass man erstmal im Basic Game eine relativ coole, aber doch sehr einfach gehaltene Space-Simulation hat, die, glaube ich, viele Anfänger oder Leute, die sich dieses Thema mal angucken wollen, wahrscheinlich auch viele Kids an das Thema ranzieht, was ein sehr spannendes ist. Aber du kannst mit Mods so viel Schabernack treiben. Ich meine, wie gesagt, so als Spitze der ganzen Geschichte dann irgendwann RSS, wo es wirklich sehr, sehr komplex wird. Aber du musst es halt nicht, das kann sich jeder selber aussuchen. Und wenn der eine sagt, ich nehme mir lieber einen Mod rein mit MechJab, was die Manöver für mich fliegt, weil ich will nicht 10.000 Mal hintereinander in Orbit fliegen, ist das völlig okay. Wenn jemand anders sagt, für mich ist es Kerbal Engineer, weil ich will das selber fliegen, ich will nur die Infos haben,
ist es völlig okay. Wenn jemand sagt, wie ich zum Beispiel, ich spiele nicht ohne Live-Support, ist es völlig okay. Und am Ende ist es immer völlig okay, solange derjenige, der es spielt, Bock drauf hat. So einfach ist es. No. Genau, und das mit der, wo ist meine Modliste, hat sich ja gerade schon erledigt. Ah, wobei ich die mal wieder updaten muss. Da fehlt Better Burn Time drin. Das hatte ich jetzt vor kurzem erst hinzugefügt. Alles andere sollte aber passen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich gebe euch schon mal eine kleine Vorwarnung. Es kann unter Umständen sein, wenn ich zu sehr im Arsch bin, dass ich am Dienstag nicht RSS streame. Ich bin morgen beruflich in Nürnberg. Das heißt für mich, dass ich irgendwie um 3:30 aufstehe zum Flughafen düdel, und fliege auch am selben Abend noch zurück. Und bin dann irgendwie, nachdem ich um 3:30 morgens raus bin, abends um 11, kurz nach 11, irgendwie zu Hause. Je nachdem, wie es verkehrstechnisch läuft und wie der Flieger so es mit der Pünktlichkeit hat. Es kann deshalb unter Umständen sein, dass wenn ich Dienstag dann nach dem Arbeitstag und Fitnessstudio nach Hause komme, ich eventuell feststelle, dass ich echt schlafen muss. Das werde ich dann aber nochmal in Discord schreiben. Aber nur schon mal die Vorwarnung, dass ihr nicht ganz, ganz negativ überrascht seid. Ich gehe im Moment davon aus, dass es alles klappt. Ich habe die Tour schon mehrmals gemacht. Zack. Und hab's bisher auch immer überlebt und zeitlich gut hinbekommen. Zip. Hoppla, das ist eine Landung. So, jetzt noch einmal gucken, ob wir auf der richtigen Seite sind. Sind wir natürlich nicht. Was ist eine Seacan-Datei? Verflucht, geh mal auf meinen YouTube-Kanal und such mal nach Modding Mittwoch Seacan. Da kriegst du eine Erklärung, was Seacan ist. Das ist im Prinzip ein Tool, was dir die Mod-Verwaltung macht und gerade bei größeren Mod-Sets. Zum Beispiel das Hardcore Colonization Mod Set sind knapp über 50 Mods. Die willst du nicht alle händisch aktuell halten und ihre Abhängigkeiten installieren und so. Das ist im Prinzip ein Tool, was das für dich macht. So, das zurechttüdeln. So, Averborg, ist dein Staging durcheinander und bleibt der Satellit an der Transfer Stage? Also nein, der Satellit bleibt nicht an der Transfer Stage. Also gehe ich davon aus, mein Staging ist durcheinander. Also es kommt jetzt darauf an, was du mit Transfer Stage meinst. Also was richtig ist, ist, dass das muss hier runter und das muss da hoch. Also die Satelliten werden zusammen mit dieser Stage mitgeschleppt in den Sonnenorbit und dann klinke ich sie erst aus. Falls das die Frage ist. Also sie bleiben an dieser Transfer Stage dran und sie bleiben auch erstmal noch an dieser Transfer Stage dran und ich klinke sie dann quasi im Transfer nach Duna werde ich sie so im. Ich werde die Reise in 4 Viertel quasi unterteilen und in jedem Viertel starte ich einen weiteren Satelliten, damit die auf unterschiedliche Umlaufbahnen kommen können. Damit ich einfach beginne, so eine Art planetares Funknetzwerk aufzubauen. Genau. That's the plan. So, aber danke für den Hinweis, ja. Also, dass die Triebwerke da mitzünden, das war definitiv nicht geplant und auch nicht Sinn und Zweck der Sache. So. So. Und wie gesagt, ne, zu Seacan gibt es ein schönes Modding-Mittwoch-Video, wo Seacan erklärt wird. Und du kannst einfach, das ist da leider nicht erklärt, weil ich da erst später drauf gekommen bin, du kannst einfach, wenn du Seacan offen hast, unter Datei öffnen, bla, kannst du dann diese Seacan-Datei öffnen und dann lädt er dir quasi meine Modliste rein und würde die für dich installieren. So wie ich das vorgegeben habe mit der exportierten Datei. Was treibe ich da eigentlich? Ich muss erstmal ans Manöver ran, bevor ich sowas tue. Hallo Cleems, schön, dass du es einrichten konntest. Ich habe das ungute Gefühl, dass ich gerade aus der falschen Richtung controle.
Ah ne, wir drehen uns nochmal rum. Alles klar, das erklärt, warum ich gerade so rückwärts fliege. So, ein paar Minuten noch. So, ich denke mal, hier können wir langsam mit unserem Burn beginnen. Und los geht's. Better Burn Time macht übrigens das hier unten. Also es gibt dir eine bessere Einschätzung der Burn Time, es gibt dir einen Punkt, wann du zünden solltest. Und es gibt dir auch, wenn du gerade im Landeanflug bist, gibt es dir sowas wie, wann musst du deinen Suicide Burn starten oder wie lange braucht dein Suicide Burn und so weiter und so fort. So sieht das aus. So. So, ich bin ja mal gespannt. Mein monatliches Ziel ist ja diesen Monat mal wieder auf Follows ausgelegt. Ob wir es heute noch schaffen. Wir haben jetzt noch etwas über eine Stunde Zeit im Stream. Stunde 15. Ob wir den 10. Follow noch reinbekommen. Das wäre zumindest schon mal schick. Dann haben wir ein Sechstel des Follow-Seals, ein Sechstel des Follow-Seals geschafft. Aber so viel habe ich diesen Monat auch noch nicht gestreamt. War ja Neujahr und so weiter. Ja. Genau. Solaris Funknetzwerk. Solaris. Ja. Naja, es ist mein interplanetares Funknetzwerk. Was weiß ich. Wie man es nachher betitelt, ist ja auch egal. Interessiert ja keinen. Hauptsache Funk. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, aber das sieht, glaube ich, gut aus, dass wir gleich durch die PE durchgehen. Gehen, die sollte ich nicht mehr so weit gedrückt bekommen. Ah, das ist die Nummer 10. Dankeschön, Warhammer. Ja, da haben wir ja die 10 rund gemacht heute. Sehr schön. Ab jetzt kann ich ganz entspannt sein für den Stream heute. Alle Ziele erfüllt. Den Rest kriegen wir im Laufe des Monats noch voll. So. Wir müssen gleich stagen. Da kommt dann ein Leerstage. Und dann kommt, ich gucke nochmal sicherheitshalber, das weg, die an. Jawohl. So, das dauert jetzt ein bisschen länger, denn wir haben ja nur die geringe Leistung unserer Atomtriebwerke. Also sie haben halt eine relativ geringe Leistung, dafür eine sehr hohe Effizienz. Die Nerfs, die Radiatoren laufen auch. Also das sieht gut aus. Damit kommen wir auch locker. Also es ist ja so geplant, dass wir mit dem Ding nach Duna fliegen können mit 29 Tonnen Last. Hier sind weder 29 Tonnen drauf. Noch fliege ich gerade nach Duna, also wir kommen locker flockig damit nach Minmus. Dort werden wir dann tanken. Ich überlege gerade, ob wir uns noch so ein, ich meine, wir werden ein Jahr rumgammeln in der Gegend, ob wir uns noch so ein Föderationsraumdock mit einem Undock-Node bauen, wo man die ganzen Teile versammeln kann für den Start. Oder ob ich sie einfach in unterschiedlichen Orbits rumgammeln lasse und das sogar als einen Vorteil sehe, wenn ich nach Duna fliege, weil sie sich dadurch um ein paar mehr Stunden verteilen müssten in der Ankunft. Und Warhammer, ja, also Shader und Texture Packs, was ich sehr empfehlen kann, tatsächlich auch auf jeden Fall Scatterer mit reinnehmen. Auf jeden Fall irgendein Visual Enhancements und das am einfachsten zu installierende ist das Stock Visual Enhancement. Und da dann noch die entsprechenden Lens Flares. Und wenn du noch willst, gibt es auch noch andere Skyboxen, nennt sich das. Genau. Also ich habe eine etwas andere Skybox, die ein bisschen dunkler aussieht, einfach weil ich die schöner fand. Das sind so die optischen Dinger, mit denen kannst du sehr viel rausholen. Und das musst du leider händisch installieren, weil das nicht aus dem Seacan im Moment funktioniert. Ist Planet Shine. Das macht diese Reflexion in Farbending, in Farbe des Planetens. Also es reflektiert im Prinzip Licht, sonst sind die Unterseiten deiner Raumschiffe immer sehr, sehr dunkel. Planet Shine kann ich auch sehr empfehlen. Das funktioniert auch, obwohl es für die 1-2-Offizier gebaut ist. So, jetzt aber erstmal an den Jonplay. Vielen lieben Dank für dein Follow und ganz herzlich willkommen auch an dich bei den Kurbonauten. Und weil ich es vorhin nicht gesagt habe, Warhammer, dir natürlich auch ein herzliches Willkommen bei den Kurbonauten und ganz viel Spaß beim Zugucken. Ja, Mensch, zwei Neuzugänge in kürzester Zeit. Und ja. Ja, verteilte Ankunft ist natürlich ein Argument, ne? Ist natürlich ein Argument. Und ich spare auch Zeit, also so reine Streamzeit, wenn ich das Dock nicht baue. Ah, es ist. Also Dock jetzt nicht zu hoch hängen, ne? Das wären im Prinzip drei, vier Strukturnodes, an die ich einen Haufen Dockingports klatsche, um da alles zusammenzutackern.
Ach so, naja, getankt wird so nicht. Die fliegen alle einzeln zur Raumstation. Da kommen wir gar nicht drum herum. Das muss nacheinander passieren. So, diesmal beobachte ich mal lieber, was ich tue. Statt wieder irgendwo wild in der Gegend rumzufliegen. Ah, oh, sexy. Volltreffer. Sehr schön. Gut, das lassen wir so. Ich sehe gerade, weitere psychologisch wichtige Grenze. 70. 70. Ah, sagte er und da waren es nur noch 68. Na gut, kurzzeitig psychologisch wichtige Grenze von 70. Ich mag runde Zahlen. Ich weiß nicht warum. Dip, dip, dip. Und ich glaube, viel höher war ich bei Twitch auch noch nie. So. Zack. Noch ein bisschen reinbremsen. So. Dann haben wir hier das nächste Teil in 8 Tagen und ein bisschen. Schwupp, das war die Medical Station. So. Irgendwas bedenken? Ne, die ist unterwegs, die hat genug Delta V. Zack, auf geht's. Dann machen wir direkt weiter mit dem Forschungsmodul, dann noch das Tankmodul, dann kommt noch die Space Tug und dann können wir eigentlich mal anfangen, Sprit zu asseln. Wollen wir heute noch auf jeden Fall eine Minmus-Landung machen, um einmal Nachschub für die Tankstelle zu holen? Weil eigentlich müsste. Ich mache mal einen ganz kurzen Abstecher zur Minmus-Station. Eigentlich müsste die nächste Fuhre Sprit parat haben, so viele Starts, wie wir jetzt schon gemacht haben. Eigentlich sollten wir da. Boah, hier ist aber finstere Nacht, hä? Oh ja, Manöver Node Planner wäre auch Stock super. Na, mal gucken, was alles so kommt. Mal gucken, was alles so kommt. Ich habe auch schon mal munkeln hören, dass Live-Support in Stock tatsächlich eine Überlegung wert ist, also optional. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Jetzt wäre es ja erstmal schön, wenn generell überhaupt die Expansion mal kommt. So. B-b-b-b-b-b-b. Was? Ja. Geh weg. So. Wir haben. Na, da wird noch gearbeitet am Ohr. Wir haben aber noch einiges an Liquid Fuel. So, wir können mal unsere Produktion anpassen, dass wir gucken, dass auch nur Liquid Fuel gemacht wird. Ach, so viel ist es aber gar nicht. Okay, wir bauen gerade. Ich werde den mal ganz kurz auf Ohr umstellen, weil wir haben so viel Gypsum mittlerweile auf Halde. Ihr seht das ja hier unten. Da können wir noch Fertilizer produzieren, wenn hier schon nichts mehr wächst, die nächsten 200 Jahre. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob wir es hinbekommen, das umzustellen. So. Zack. One specialized part. Nope. Okay, alles klar, keine weiteren Fragen. Ich muss mal specialized parts mitbringen irgendwann. No specialized parts for me. Schade eigentlich. Okay, dann können wir das im Moment leider nicht umstellen auf Ore Drill, weil da kommt nur sehr langsam Ore rein. Wir haben jetzt 2072 Einheiten, ist aber auch nicht so wild. Wir haben noch 5000 Liquid Fuel auf Halde, also noch ist okay. Wir starten jetzt mal die anderen Module noch durch. Das sind jetzt noch 2 Stück.
Dann machen wir uns mit dem Lander nach unten auf die Minmus-Basis und holen einmal Liquid Fuel hoch. Und das wird auch einen Moment dauern. In der Zeit sollte eigentlich die Minmus-Basis genug transferiert haben, damit wir weiterarbeiten können. So, und bei uns kommt jetzt das Forschungsmodul dran. Das Forschungs-TM-Modul. Und an das Forschungsmodul werde ich, glaube ich, eine kleine Landeeinheit bauen, überlege ich gerade. So, wir machen erstmal Open. Und zwar das Medical. So, da fangen wir mal an. Zack. Jetzt geht natürlich das Medical Module wieder raus aus der ganzen Geschichte. Wo ist denn hier? Wo ist denn das Root? Er ist root. Okay. Zack, rerouten von hier, umrerouten auf da. Zack. Und dann weg damit. Gut. Jetzt brauchen wir das. Ich muss kurz mal überlegen, welche Reihenfolge ich das mache. Jetzt brauchen wir das Science-Modul. Warum steht der Reaktor? Habe ich einen Reaktor in dem Ding verbaut? Was ist mein Problem? Habe ich da ernsthaft einen Reaktor drin verbaut? Ah! So, wir rerouten jetzt mal kurz wieder auf das da oben. Hoppla. So, warum? Damit ich hier abtrennen kann. Denn ich möchte gerne an dieser Position einen Lander anbauen. Den baue ich mit einem normalen Port, glaube ich. Ja, den baue ich mit einem normalen Port. Das geht, weil in der Station. Also jetzt hier kann ich das zusammenbauen. Die können natürlich nie wieder zusammendocken. Ist aber nicht so wild. Warum baue ich das so? Wartet mal, ich zeige euch mal kurz warum. Zack, zack. Es gibt auf dem Core-Modul nämlich Andockmöglichkeiten. Diese Andockmöglichkeiten sind allerdings, also hier sind Construction-Dinger, da kommen die Ausleger ran, da wird gebaut und die Andock-Dinger sind tatsächlich echte Docking-Ports. Deshalb nehmen wir jetzt dafür das. Das hatte ich gerade gespeichert, ne? Do not carrier medical, da ist es wahrscheinlich gerade drin. Das Labor, ja. Okay, das ist natürlich jetzt das. Luna Carrier Science Modul. Zack. Speichern. So, passt auf. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen einen Docking Port. So, und bauen uns jetzt hier drunter ein kleines Schiff in der Hoffnung. Also, wir haben als Limit 29 Tonnen. Was ich da machen möchte, ist einen kleinen Lander zu haben mit Science dran und so weiter, mit dem ich auch mal zum Beispiel rüberfliegen kann nach Ike, um da ein bisschen Wissenschaftsgeschichten zu erledigen. Also das ist einfach die Idee dahinter. Dann ist der nämlich schon mal mit dabei. So, wir brauchen auf jeden Fall für so ein Teil einen eigenen Life-Support-Tank. Der reicht auch in der Größe. Das müsste völlig okay sein. Dann nehmen wir 2,3 Tonnen, 4,12 Tonnen. Wie viele Leute passen hier rein? Crew Capacity 2. Das ist eigentlich. Zwei, sechs. Zwei, drei. Ich glaube, ich nehme den. Weil ich den optisch eigentlich auch ganz schick finde. Nur das mit dem Live-Support finde ich nicht ganz schick. Schauen wir mal. Obwohl, es ist irgendwie okay. Es ist, ja, es ist so ein Leben wir mit Ding. Gut, also, das ist das Teil. Dann, was packen wir da noch mit ran? Eintrittstemperatur der Kapsel. Das soll nicht eintreten. Das soll nach Ike und so fliegen und im Weltraum. Ganz wichtig, im Weltraum rumfliegen. Das soll kein Lander werden, der nach Duna fliegt. Definitiv nicht.
Das wird vielleicht mal durch die hohe Atmosphäre tauchen, aber danach ist auch direkt wieder Schluss. Also keine Sorge. So, jetzt nehmen wir als nächstes ein bisschen Wissenschaftsdaten mit. Und zwar über unseren allseits beliebten Octocore. Denn wir wollen ja wissenschaftlich aktiv sein mit diesem Gefährt. Und ich tendiere. Ah, wisst ihr was? Ha! Wir nehmen zwei Octocores mit, dann müssen wir diese Heslund-Veranstaltung da oben nämlich mich machen. Das Ding selber dürfte nämlich genug Torque haben, dann müssen wir auch nicht das machen, oder? Oder komm, sag, dass du genug Torque hast. Yes, 20, hervorragend. Dann bauen wir unser Essen hier unten an den Länder einfach an. Wir können da auch ja Octocore-Dinger für benutzen. Dann stehen wir gut genug da. So, also, wir nehmen das Assert-Modul. Das macht was? Asteroid only. Ja, und das nehmen wir schon mal nicht mit. Gorsat. Orbital Radiance Experiment Satellite. Yep, klingt total sinnvoll. Also nochmal zur Erinnerung. Warum tue ich das jetzt gerade? Ich tue das deswegen, weil wir uns ja dagegen entschieden haben, an die Raumstation selber die Dinger anzubauen. Sondern an der Raumstation gibt es jetzt nur das Lab. Und das Lab kann halt Crew Reports und Nefer Report verarbeiten, aber wir wollen ja auch Wissenschaftsdaten sammeln. Aber ich habe ganz bewusst gesagt, ich möchte das nicht fest an der Raumstation verbauen, weil die Raumstation wird nicht zu verschiedenen Biomen, Monden und sonst irgendwas fliegen können, während ein kleines Raumschiff das kann. Mit dem kann ich losfliegen, Sachen einsammeln und wieder zurückkommen. Und das ist der ganz wichtige Part. Ich kann halt wirklich damit was schaffen. So, und Science einsammeln. Magnetometer geht immer. Das ist, kann man nie zu viele von mit haben. Also doch, man kann exakt mehr als eins mit dabei haben, was immer falsch ist. Mystery Goo brauchen wir. Orbital Teleskop ist auch super. Eins meiner Lieblingsinstrumente geworden. Prisma, too hot. Rin damit. Zack. Und RWPS natürlich, warum auch nicht? Science Junior geht auch immer. Das baue ich mal unter die Tür, weil das muss regelmäßig geresettet werden und es macht vor allen Dingen nicht so viel Platz weg. So, Soil Moisture Scanner, das sollten wir auch nochmal gegen irgendwas Sinnvolleres austauschen, was nicht so, also auf der Türseite meine ich. Soil Moisture Scanner macht auch total Sinn. Zack. So, da haben wir oben in dem Ring tatsächlich die Scanner. Nimmst du die im Safe mit? Scanner im Safe? Ich verstehe die Frage noch nicht. So, jetzt werden wir uns ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Ich mache da mal kurz ein Subassembly draus. Duna Science Länder. So, zack. Dann kann ich auch ein bisschen schöner arbeiten. Fällt mir gerade mal so ein. Zack, zack. So, das nochmal safen. So, jetzt machen wir ein neues Teil. Zack, zack. Kleiner Probe Core. Subassembly vom Duna Science Länder. Unten ran, fertig. So, weil der Probe Core hat nicht besonders viel Einfluss auf das, was wir tun. Der Mystery Goo ist wahrscheinlich nicht bei der Tür. Nee, den habe ich irgendwo anders hingebastelt. Da ist ein Argument, den auch nah dran zu haben. Der Gore-Set kann tatsächlich nach hinten. Dem ist das egal. So, zack. So, jetzt bauen wir da mal Versorgungsgüter ran. So, denn wir haben jetzt hier, deshalb habe ich es kurz abgebaut, hier haben wir jetzt eine Übersicht mit Max Crew, wie lange das Ding durchhalten würde. Habitation ist natürlich ein Problem mit 7 Tagen, also ein überschaubares Problem, da müssen wir gleich noch gucken, ob wir das irgendwie gefixt bekommen. Jetzt müssen wir aber erstmal dafür sorgen, dass die Körbelonauten nicht verhungern. Und das tun wir am besten mit einem Supply Bag. So, ein leckeres Supply Bag bringt uns immerhin. Warte mal, die kann ich nach hier hinten bauen. Da interessieren sie nämlich keinen. Und vielen lieben Dank für das Hosten, Markman. Zack.
So, ein Supplyback bringt uns 7 Tage weit mit 2 Personen. Reicht dann eigentlich auch schon fast, würde ich sagen. So, und dann können wir mal die. Zack. Das sind KISS-Container, die nehme ich mit für Surface Experiment Packs gleich. So, hier vorne kommt auf jeden Fall mein. Wo ist er? Meine Alkaline Fuel Cell ran. Damit ich notfalls was habe, um Strom zu machen, wenn es Nacht ist, während ich unterwegs bin. So, und dann kommen hier die Science Base ran, denn wir haben noch so ein paar Experimente, die man durchaus benutzen kann. Obwohl, lasst uns da 2 draus machen und dann nehmen wir noch 2 KISS-Dinger mit. Weil die sind nicht so besonders groß. Dann haben wir ordentlich Platz. Ups. So. Gut, dann haben wir hier nämlich noch so ein paar Experimente, wie zum Beispiel unser Laser-Ablation-Gedöns. So, Laser Ablation, sehr schön. So soll das sein. Was haben wir noch? Das Seismic Impact Hammer ist ein bisschen arg groß. Also zumindest, um ihn an dieser Stelle zu verbauen. Ich habe aber noch so ein paar Sachen. Habe ich schon das Graph Max? Nee, ne? Nee. Okay, dann können wir den auch noch mitnehmen. Mal gucken, ob er sich verpacken lässt. Zack. Ja, auf Ike landen, auf Ike. Er soll nicht auf Dingsbums, auf Duna landen, aber auf Ike schon. So, Exocarbul Quadril, das machen wir auch gleich. Graphmax hier noch mit rein. Das sind jetzt halt diese ganzen kleinen Experimente, wo ich die Slices noch nicht habe. Also hier die, wie soll ich das nennen? Naja, so Pizza-Slices mit dem Experiment drin. So, Multispektral Imaging Plattform geht hier auch ganz hervorragend rein. Ja, geht so. So, wie groß bist du? Du bist, naja, dich brauchen wir noch. Auf jeden Fall. Dich könnten wir aus reiner Faulheit noch anbauen, damit ich nicht immer alles sammeln muss. Multispektral-Scanner geht auf jeden Fall auch. Den will ich auch noch verbauen. Und ein paar Pots dafür. Zack. So. Den Rest. Oceans, ne, alles gut. Atmosphären haben wir auch nicht. Explocor-Drill-Gedöns, jawohl, wollen wir auch auf jeden Fall machen. Astral-Sounding-Experiment, nö. Atmospheric Fluid Spectrovariometer. Da wir keine Atmosphäre haben, ist das egal. So, das erstmal zum Thema. Achso, ich klicke das Falsche gerade an. Zack, Close Bay Door. So.
So sieht das im Moment aus. Jetzt müssen wir das Ganze mal so ein bisschen verhübschen. Es braucht zum Glück nicht ganz so viel Triebkraft, denn wir fliegen ja nur auf Ico rum. So, jetzt gucken wir mal nach einem schönen Landegestell. Könnte natürlich sagen, wir nehmen das hier so mit. Zack. Köbel Engenie. Body Kömmen. Duna Icke. Zack. So. Extend Double Leases. Ja, alles gut. Alles gut. Die Experimente sind dann nur kurz zwischengespeichert. Nicht panisch werden, Freunde. Ich baue noch. Wie ihr seht, baue ich noch. Ich muss nur kurz mal einen Länder draus machen, mit dem ich arbeiten kann. Der auch irgendwie, naja, Dinge überlebt, ne? So, was hätte der denn jetzt für eine Trust Weight? 4, und ein bisschen. Bei einer Geschwindigkeit, bei Delta V von 1500 und ein bisschen. Wir brauchen um. Vierhundert, 600, knapp 1000. Könnte man natürlich ein bisschen mehr Sprit reinbauen. Bisschen mehr Sprit hilft wahrscheinlich. So. Falsch schon wieder angebaut. So. Papa, papa. So, jetzt haben wir immer noch eine Trust Weight von 3,5 bei Delta V von 2,4. Das reicht locker. Mal gucken. Ich denke, ich werde hier nicht scalen, sondern schieben. Das Ding ein Stück versenken, damit ich einfach ein bisschen Bodenfreiheit bekomme. Sieht auch ehrlich gesagt besser aus, wenn wir mal ganz kleinlich sind. So. Und jetzt bauen wir uns die Sachen, die wir unten haben wollen, einfach nach hier unten um, weil es da hübscher aussieht. Und manche Dinger, das wir auch tatsächlich brauchen, wie zum Beispiel dieser wunderschöne Drill. Der sollte schon irgendwie Bodenkontakt hinbekommen, damit er eine Probe nehmen kann. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hervorragend. So. Der kann eine Bodenprobe nehmen. Der hier kann auch auf dem Boden rumklopfen, hoffe ich. Gut, wir glauben ihm das jetzt einfach mal, dass das reicht. Was haben wir noch hier oben rumhängen? Und du siehst eh komisch aus, deshalb packen wir dich einfach auch mal nach da unten. Du. So. Gut, diesen Scanner hier werden wir natürlich nicht über unser formschönes Teil bauen, sondern werden den irgendwo auf der Rückseite hinklatschen. So. Zack. Dann machen wir uns zwei schöne. Wie viel Strom können wir speichern? 4200. Okay, das reicht ungefähr 1 Milliarde Jahre.
Ich würde total drauf stehen, die Dinger wieder mitzunehmen, aber sie sind so fürchterlich übertrieben. Wir nehmen uns für Strom. Was nehmen wir uns denn für Strom? Wir nehmen uns für Strom die ganz normalen Billo-Panels mit. So. Zwei Stück. Die können wir wieder ein- und ausfahren. Das ist super fürs Docking und alles. Es reicht locker für den Betrieb von der Kiste hier. Locker. Zack. So. Von den Dingern hätte ich gern vier Stück vorbereitet. Dann könnte man nämlich an verschiedenen Stellen die Teile abschießen. Sehr schön. So, dann kommen wir als nächstes zum Antennenteil. Das Ding sollte nämlich im Idealfall auch irgendwie kommunizieren können. Da reicht uns wahrscheinlich eine, denn wir müssen nur im Nahbereich kommunizieren. Und cool wäre es, wenn ich die... Ah, ich bekomme sie da nicht hin, ohne mein Logo zu überwurschteln. Das ist ärgerlich. Na gut, dann müssen wir das hier ein bisschen anders machen. Design ist halt manchmal alles. Und in diesem Falle ist es alles. So, zack. Anderer Baumodus. Jetzt machen wir das hier nämlich anders. Die Dinger wiegen ja zum Glück nichts. So, wir machen hier eine Phalanx aus so kleinen Seismic Pods fertig. Nee, aus Symmetriegründen machen wir hier was. Aha, Freunde. Ihr werdet es lieben, was ich hier tue. Ihr werdet es lieben. Das weiß ich jetzt schon. Was baue ich hier? Ich baue hier einen Länder oder ein Science-Mobil für die Duna-Gegend. Quasi, das wird noch mitgenommen. So. Das kann dann auf Ike landen und an Duna rumfliegen und an Ico rumfliegen. Du brauchst eine gerade Anzahl von den Pots. Ich habe eine gerade Anzahl von den Pots. Sechs Stück. Zwei, vier, sechs. So. Da ist unsere Dings. Sehr schön, unsere Antenne. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Irgendwas zeigt mir gerade den Explo-Core-Drill an, aber... Retrakt-Antenne, das sieht auch gut aus, soweit alles. Zack, zack, zack. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch RCS, damit wir andocken können wieder. So, dafür müssen wir jetzt mal das Ding hier ein bisschen nach unten verschieben. Und ich würde sagen, wir machen RCS-Düsen in der Viererverteilung so, damit wir freien Raum für die Leiter haben. Ja, Leiter kommt schon noch. Hast du schon das X-Ray-Experiment? Ich weiß nicht, welches du meinst. Ich habe da unten irgendwas Abgefahrenes. Gamma-Ray habe ich. So. Oh, das ist nicht ganz symmetrisch hier, ne? Dann muss ich das händisch machen. Zip. Zack. Show-Aktuations-Toggles. Roll-Pitch, ja, sind off. So, jetzt ist das hoffentlich immer unter diesen schwarzen Dingern runter. Ne, hier ist das schwarze Ding dann irgendwie anders. Ach, leckt mich doch fett. Dann müssen wir natürlich aus Konsistenzgründen das erste Mal in unserem Leben ein eine Dreierverteilung spielen. Das kann ich sonst nicht ertragen. So, jetzt sind die immer schön unter den schwarzen Dingern runter. So. So ein weißes Kästchen. Nee, ich glaube, das habe ich noch nicht. Zack. Ne. Ne, ne, ne. Gut. Mit dreien wird's Mist. Ach, Quatschi. Mit dreien wird es überhaupt nicht Mist, weil ich habe ja alle Richtungen abgedeckt. Das wird bestimmt super. Mal gucken, wie gut er das hinbekommt. So, zack, Landung passt. Dings, eine Leiter wollten wir noch verbauen. Und wir sind, glaube ich, safe, dass wir dann
Mit dem anderen drauf unter den 29 Tonnen bleiben. Wir werden hart am Limit sein, aber wir werden drunter bleiben, glaube ich. So, Dreier ACS, oh ja, wartet mal ab, das wird richtig gut. Freunde, ich benutze ACS eh hauptsächlich vorwärts und rückwärts. Und die Dinger haben, denkt dran, die Dinger haben fünf Richtungen. Ich kann ja in jede Richtung quasi drücken mit der richtigen Dosierung. Das sollte mit den Dingern unordentlich hinhauen. So, Leiter. Leiter. Leiter, eine lange Leiter. Ich möchte gerne einen hochprofessionellen Stability Enhancer. Science Junior, Alkaline Fuel Cell, sehr schön. Das sind beides Sachen, die nicht stören. Extend Ladder. Das ist total gut. Leider. So, jetzt machen wir hier mal einen schönen Übergang. Zack. Dann müssten wir hier nämlich mit der nächsten Leiter. Mal gucken, ob die passt. Oh, sexy. Sexy. Sieht richtig gut aus. Ich hoffe, das passt auch so, dass man dann wirklich klettern kann. Ah, von der Tiefe her. Schwierig. Vielleicht müssen wir diesen Container so ein bisschen. Bisschen versenken. Nur ein Stückchen. So. Und dann die Leiter oben drauf bauen quasi. So. Zack. Das ist immer noch tief genug, da müsste man einsteigen können. Das können wir gleich noch testen. Ja, das müsste eigentlich reichen. So, Jebediah darf mal einen kurzen Test machen. Wo ist er denn? Nee, Jebediah ist scheinbar unterwegs. Der Winter darf einen kurzen Test machen. Ich teste das hier höchstpersönlich. Zack. Zack. Cancel. Starte den Scheiß jetzt einfach hier. So, ja, no risk, no Robert. Hahaha. deshalb mache ich das ja auch selber. Der Stream nähert sich dem Ende. Meine Kaffeekanne ist alle. Hervorragend. So, wir testen das einmal kurz. Müsste aber eigentlich passen. Außer irgendwo frackt das komisch mit den Leitern rum. So, hopp. Sehr schön. Gerät steht. So, jetzt machen wir hier mal eine EVA. Und testen einfach mal, ob man in einem Schwung runterklettern kann. Geht sauber rüber auf die Leiter. Sehr sauber sogar. So, jetzt gucken wir mal hier. Übergang. Oh, nicht spürbar quasi. Zack. Loslassen. Hervorragend. Das doch. So, jetzt nochmal mit Helm. Ja, schön den Helm aufsetzen, um zu gucken, ob wir irgendwo mit unserer dicken Birne hängen bleiben. Risk is his second name. Das klingt überhaupt nicht nach mir. Ich bin überhaupt nicht risikobereit. Das sind doch keine Risiken, das sind alles Chancen, Freunde. Chancen. Okay, das sieht gut aus. Kann man so nehmen. Fuck, ich habe das nicht gespeichert, ne? Hoffentlich ist das im Dings noch da. Ich kann ja gar nicht recovern, fällt mir gerade mal ein. Oh. Ach, und KSP stürzt schon wieder ab. Das gibt's doch gar nicht. Ja, Freunde, nochmal eine kurze Zwangspause. Ich starte mal nochmal neu. Zwei Abstürze pro Stream. Das ist auch selten. Ich bin gleich wieder da. So, gut, jetzt aber hier. Zaggy die Bäm. Das haben wir soweit fertig bekommen. Jetzt müssen wir nur noch den Körbel da rausklatschen. So. Und jetzt machen wir da wieder ein Subassembly draus, nachdem wir das alles zusammengefaltet haben. Retract Stabilizers. So. Zack. Retract Ladder.
und Retract Ladder. Das Werkzeugzeug packe ich erst rein, wenn ich es drüben angebaut habe, weil ich weiß nicht, wie sich das mit Subassemblies und gefüllten Inventories verhält. Sicher ist sicher. So. So, das ist das. Das ist jetzt die neue Version vom Lunar Science Lander. Safe. Override. Thank you. So, zack, nee. Ah, halt. Open. Don't save. Science. Da ist es. So. Also. Hier haben wir jetzt unser Science Labor. Das ist prinzipiell eine gute Sache. Jetzt nehmen wir unseren Lunar Science Lander. Schwupp. Packen den da drunter und müssen nochmal einen Docking Port nehmen. Was? Freeze Stream? Da würde ich, glaube ich, mal neu laden, weil hier sieht eigentlich alles gut aus. Wenn das nicht mehrere Leute von euch haben, dann würde ich davon ausgehen, dass der Stream eigentlich im Moment ganz healthy ist. So, das da ist dann wahrscheinlich eher normalerweise. Hängt der eh an einem Negativ-Docking-Port? Also können wir dem einfach einen normalen Docking-Port geben? Ist total egal. Zack. So, jetzt noch kurz ab. Gewicht sind 20 Tonnen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So. Gut, und jetzt packen wir da noch die Surface Experiments rein. Wegen der Frage, habe ich Batterie? Jo, hier unten sind 4000 Electric Charge drin. Und habe ich Betriebsmittel für die Fuel Cell? Die sind in der Fuel Cell drin. Also die Alkaline Fuel Cell hat Hydrogen und Oxygen mit dabei, um sich selber zu versorgen. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir hier, wie gesagt, unser Surface Experiment Pack mit den entsprechend nötigen Dingen bereitstellen. Inventory. Zack. So. Scout Landing Module. Science, Science, Science. Nee, Eva, Eva, Eva. Erstmal bauen wir da zwei, drei Schraubenzieher rein. Die kann man immer erstmal brauchen. So, und dann wird auf jeden Fall auf der Wissenschaftsebene der gesamte Surface Science Kram mitgenommen. Die Control Station, Gravimeter, Magnetometer, Retroreflektor, Kaltkathoden-Gedönsding, Wind, Solar Wind Spektrometer, ja. Solar Wind Spektrometer. Passiv-seismisches Experiment. Interior Heat Probe. Gerne auch das. Wetterstation können wir uns sparen. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken. SEP hat ja noch ein paar andere Sachen. Nehme ich den guten alten Stromverteiler. So. So. Stromzieher nehmen wir da mal mit. Und hallo Schnorpel und auch dir ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, du bist sehr, sehr, sehr hervorragend reingestartet. So ein paar Stöpsel für den Strom. Und zwar müssen wir ein Verteilerstationsding anschalten. Eins. Eventuell noch eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das heißt, 9 mal 2 sind 18. Ich nehme sicherheitshalber 20 mit, falls ich irgendwie was, falls ich nicht zählen konnte oder so. So, und bei den Solarpanelen nehmen wir natürlich noch das SEP Power Gedöns mit. So, damit sollten wir auf jeden Fall SEP-stationsmäßig vorbereitet sein. So, das kann auch weg. Hervorragend. So. So. So, so. Das hier würde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen nach oben ziehen. So.
Gut, ein Landelicht haben wir schon. Das ist hier. Das ist irgendwie auch mein Landelicht gleichzeitig. Aber weil ich ein lustiger Gag bin, werde ich jetzt noch die lustigen Indicator Lights missbrauchen, um links und rechts zu markieren. So, LED-Status on, dann ist das hier grün. Ich habe keine Ahnung, wie rum es eigentlich richtig ist. Bei mir ist jetzt links mal rot. Zack. So. Rot. Huch. Und Mode ist blinking. Hervorragend. Mode. Sehr schön. Okay. Und Tyhal, vielen lieben Dank für dein Abo und ja, viel Spaß weiter beim Zugucken. Dankeschön für die Subscription und ich hoffe, dass wir übereinkommen, dass das zu einem Dauerzustand wird. Ich hoffe, du fühlst dich gut unterhalten. Dankeschön. So, ach du Gott, 3 Stunden Schlaf, was auch immer HL ist, Hansestadt Lübeck oder so, ein Zug nach Berlin, von dort mit 30 im Flugzeug nach Cluj, oh Gott, umkreisen musste wegen Nebeln, zu guter Letzt hat mich auch noch meine Mitfahrgelegenheit im Stich gelassen, dass ich hier, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 4 Stunden Schlaf, um 7 Uhr morgens nach Hause. Das klingt auf jeden Fall wie eine ereignisreiche Silvesternacht, wahrscheinlich aber keine besonders entspannte. So, dann würde ich sagen, packen wir da hier jetzt ein Fairing drumrum. Ganz in Ruhe. So, hier ist auch seitlich ein Dockingport dran, dass der Space-Tug nachher arbeiten kann. Gut, Build Fairing. Mal gucken, ob das so passt. Theoretisch, ja, sehr schön. Die Beinchen machen da keine Probleme. Hervorragend. Hervorragend. Ein ganz wundervoller Science-Lander. Jetzt muss ich ja nur noch wieder gucken. Ja, hat sich keiner eingeschlichen. Dann bringen wir den jetzt noch kurz Richtung Minmus und machen dann die Tanklandung. Und dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Dann ist es nämlich auch 18 Uhr. Und dann werde ich mich mal ans Abendessen kochen machen. Das heißt, kein großes Geschnacke jetzt. Wir starten einfach. Nochmal ganz kurz gucken. Ich habe auf Körben hoffentlich immer noch eine positive Thrust-Weight-Ratio. Ja, mit 2,13 sieht das alles ganz entspannt aus. Und wir kommen auch noch hoch in the Atmosphere. Jetzt muss ich nur kurz gucken, ob es mein Staging noch versaut hat. Pack, pack, pack. 4 Sachen weg. Pack, pack. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und dann müssen wir einmal gucken, dass wir, wenn das hier angeht, möchten wir gerne diesen Dockingport zerlegt haben und das hier ist ohne Crossfeed. Vielen lieben Dank. So, los geht's. Los geht's. Schöne große Rakete. Launchpad not clear. Clear the launchpad and proceed. Recover you. Ach so, das steht noch vom Absturz das Ding drauf, oder? Ja. Habe ich erfolgreich getestet. Da war das Spiel ja abgestürzt. Sammel nicht das Gate. Genau, das wird schon fliegen. Das wird schon fliegen. Ja, und dann kommt, wie gesagt, noch eine kleine Landung auf Minmus, um die nächste Fuhre Sprit zu holen. Und dann sind wir für heute, glaube ich, sehr produktiv gewesen. Also ich meine, wir haben fast die gesamte Raumstation gestartet. Da fehlt jetzt noch ein Bauteil und der Space Tug. Der Rest ist unterwegs Richtung Minmus. Dann holen wir schon mal die nächste Fuhre Sprit hoch, um zu betanken. Das ist aber ein langes Fairing, du. Mal gucken. Mal gucken. So. Feuer frei. So, fliegen tut's schon mal, das ist gut. Ich gehe mal auf 1,5 runter. Jawohl. Oh, tolles, tolles, eindrucksvolles Wetter. Oder Grafikbugs, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es cool aus. So, ein bisschen rum mit dem Näschen. Den Rest darf gerne der Pro-Rate machen. Das sollte gereicht haben. So, ich halte mich Thrust-Weight-Ratio-mäßig erstmal an die 1,5. Damit wir nicht zu schnell sind.
Das sieht doch alles ganz gut aus. Alarmglock aus. Jo, kommt schön rum. Sieht gut aus, dass wir bei 10 Kilometer dann unsere 45 Grad erreicht haben, die wir kriegen wollen. Jawohl, relativ exakt sogar. Das sieht nach einem schönen Anflug aus. Nach einem sehr schönen. Okay, das heißt, wir haben jetzt unsere 45 Grad. Das heißt, ich werde jetzt auch gleich den Hals ein wenig aufdrehen, damit wir jetzt Geschwindigkeit nehmen. Und natürlich eine schöne Kombination aus Höhe und Orbitalspeed. Jo, das müsste uns relativ schnell relativ weit rausbringen. So, aufpassen, wir haben jetzt eine Vierer Thrust Weight, dass wir. Jo, da kommen auch schon die Effekte. Dass wir gleich einmal ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter skalieren, bis wir Höhe haben. So. Wir sind hier noch ein bisschen tief unten. Für die Geschwindigkeit, mit der wir fliegen. Aber wir kommen schön raus. Das sieht gut aus. Das sieht auf jeden Fall gut aus im Sinne von effizient. Ein paar Sekunden noch bis zur Separation. Die ist auch sauber eingestellt. Das sieht auch gut aus. So, ich gehe auf Vollschub wieder. Damit wir uns schön schnell von den Seitentanks entfernen. Das sieht auch gut aus. Und ich gehe wieder runter mit dem Schub. Damit er sich ein bisschen entspannt mit den Hitzeeffekten. Das sieht aber gut aus. Also jetzt kommen wir hoch. Und die Hitzeeffekte gehen deutlich zurück, sobald ich den Schub ein bisschen rausnehme. Wir sind im Orbitanflug, 56 Kilometer Höhe. Das heißt, ich gebe jetzt wieder Speed, damit wir noch die restliche Höhe nehmen können. Da fehlt noch ein bisschen was, bis wir angekommen sind. Boah. Alles in allem für die Größe des Moduls ein relativ entspannter Start, muss ich sagen. Und wir sind auch relativ effizient rausgekommen. Wenn ich bedenke, dass das jetzt etwas über 20 Tonnen sind, die wir rausschieben, ist ja doch eins der schwereren oder einer der schwereren Abschnitte, weil wir jetzt den kompletten Lander mit reingebaut haben. Sieht das gut aus. So, 90 Kilometer erreicht. Ich lasse uns mal ein bisschen driften, bevor ich das Fairing aufmache. Obwohl, jetzt sind wir bei 65, ist auch eigentlich okay. So, einmal das Fairing auf. Sieht gut aus. Sehr schön. Dann machen wir hier unsere Kiste startklar. Jetzt muss ich echt aufpassen. Nur dieses Solarpanel. Nur diese Antenne. Und auch nur dieses Solarpanel. Sehr schön. Da sind wir vorbereitet. Dann kurz Kurs nach Minmus. Zack. Oh, hervorragend. Können wir direkt unser Manöver fliegen. Gehe schon mal in der Ausrichtung drauf. Das wird ein bisschen knapp, aber kriegen wir noch hin. So. Ach so, shit. Ich hätte vielleicht auch mal. Ja gut, ich mache direkt mal die Inclination startklar, bevor wir den Orbit fertig haben. Aber was soll der Geiz? So, zack. Das haben wir. Müssen wir jetzt nur noch mal schnell den Orbit fertig brennen. Auch das kriegen wir hin. Auch das, Freunde, auch das. Lalala. Bin ich ein wenig durcheinander gekommen mit der Reihenfolge. Huch.
Huch, huch, huch. Wird schon. Und das wird schon. So, ich gehe ein bisschen hoch mit der Nase, um uns ein bisschen Zeit zu kaufen, aber das sieht ganz gut aus. 28 Komma, jawohl. Das schaffen wir auch auf der nächsten Stage noch locker. Denke ich mal. Also in Orbit zu kommen, meine ich. X to the CH, vielen lieben Dank für die Verlängerung deiner Subscription. Vierter Monat in Folge, auch hart auf dem Weg in Richtung halbes Jahr. Dankeschön für die treue Abo-Verlängerung und weiterhin natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. So, jetzt einmal gucken, dass wir hier die APO nicht zu weit verlieren. Das ist jetzt natürlich ein bisschen träger mit dem großen Modul. Ja, es ist spannend zu sehen, zumal ich ja, ich glaube, seit Juni Affiliate-Status überhaupt erst habe, also Juni letztes Jahr. Wie viele von euch doch schon sehr lange Subscriber sind. Das freut mich sehr. Ist ein gutes Zeichen, dass euch das gefällt, was ich mache und euch das auch konsistent gefällt. Das ist ein sehr schönes Feedback. Dankeschön dafür. So, Orbit haben wir gleich. Sehr gut. Und Orbit erreicht. Sehr gut. Okay, dann das heißt, wir können jetzt aber auch gleich in Richtung Minmus starten. Also gleich, sobald wir das Manöver eingeplant haben. Denn die Inklinationsanpassung haben wir ja schon gemacht. Die ist also sowas von erledigt. So. Passt die Seite? Tut sie nicht. So, passt sie. Jawohl. Vielleicht noch ein bisschen runter. Eventuell. Huch. So. Okay. Das ist gut genug. So, Manöver. Und dann zoomen wir da mal kurz hin und fackeln das noch schnell ab, das liebe Manöver. Denn ich hatte ja gesagt, wir wollten noch schnell mal auf Minmus landen für eine Betankung. Da geht mir langsam ein bisschen die Zeit für aus. Ich hoffe mal, das kriege ich in 10, 15 Minuten dann noch über die Bühne, ohne einen riesen Drama draus zu machen. So, hier werden wir auch auf jeden Fall noch einen kleinen Burn hinlegen müssen. Los geht's. Okay, mal schauen. Also wir schießen den jetzt noch raus, packen den in die Alarmglocke, dann sind wir da vorbereitet und dann machen wir uns mal daran, den Minmus-Lander zum nächsten Refueling zu bringen. Und dann ist für heute aber auch genug. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir wollen ja nächste Woche auch noch was zum Spielen. Nicht alles erledigen hier. So.
Man darf gespannt sein, wie viel Delta wieder noch übrig bleiben. 4, ja gut, aber das ist auch ordentlich. Also, auch hier werden wir ein bisschen fuelen müssen. Hier werden wir ein wenig fuelen müssen, aber nichts Großartiges. So wie bei den anderen Raketen auch. Auch mit dem Gewicht klappt es doch relativ gut. So, 20 Sekunden noch, bis wir Stage Sep haben auf den nächsten Antrieb. Ich gehe schon mal. Focus View ist schon auf Minmus, das sieht gut aus. Sehr gut, dann stagen wir jetzt gleich rüber. Er sagt, ungefähr 90 Sekunden verbleiben dann noch auf den anderen Triebwerken, also 87. Mal gucken, wie viel es wirklich ist. Das sind 2 Minuten 53, also doch etwas mehr als 87 Sekunden. Etwas. Aber nichts, nichts übertrieben Wildes. Gibt es eigentlich eine deutsche KSP-Gruppe der deutschen Streamer? Nee. Mit unserem Kalender sind wir da vielleicht ein bisschen näher dran. Ansonsten, nee, das Einzige, was ich kenne, ist die als Team bei Twitch, die Rocket Jockeys. Das ist aber englischsprachig. Da sind ganz viele KSP-Streamer vereint. Man könnte natürlich mal überlegen, ein Team aufzumachen. Ja. Ist halt die Frage, wer das macht. Wahrscheinlich wäre ich da mal in Charge, das zu tun. Oder meint ihr, es gibt einen größeren deutschsprachigen KSP-Streamer als mich? Jemand, der 1,90 ist oder so? So, mühsam ernährt sich das Raketenhörnchen. Wir schieben uns so langsam in den Orbit raus. Das wird sportlich mit der Zeit für die Minmus-Landung. Mal gucken. Aber gut, im Zweifelsfall überziehen wir ein paar Minuten. Dann ist das so. Das kommende Ding ist das kommende Update. Also die Enhanced Edition ist nur für Konsolen. Das 1.4er Update wird es auch noch geben. Und ich habe gestern das Dev-Blog gelesen, da war viel Blabla über die Ex, also für das DLC drin, aber kein Datum. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube im Moment ehrlich gesagt nicht, Bex, dass die Expansion im Januar kommen wird, also das DLC. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich denke, die werden jetzt die Enhanced Edition fokussieren, damit sie aus den Konsolen noch Kohle rausziehen können. Und dann sich eher den anderen Themen wieder zuwenden. Das ist jetzt aber so meine Vermutung. Ich kann dir nicht sagen, ob es dann nachher wirklich so ist. Wird man sehen. So, die letzten Delta V. So, mit der kommen wir relativ weit außen rein. Da werde ich dann auch einen großen Orbit drehen. Aber es ist gut, dann haben wir unterschiedliche Module der Station zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Positionen. Dann komme ich nicht ganz so in die große Hektik rein. Also der DLC soll wohl deutsche Sprache beinhalten, einige Bauteile und historische Missionen. So. Was das dann im Detail heißen wird, wird man sehen. Es werden ein paar Teile gereviewt. Genau, Missionseditor. Redesign, wollte ich sagen. Missionseditor wird dabei sein. Also es werden. Alter. Aha, falscher. Falscher. Sowas von falscher Knopf. Zack. Okay, ich bin gerade auf C gekommen statt auf X. So, jetzt kurz mal umdrehen und etwas einbremsen. Jo, so viel nicht. Auf jeden Fall mal wieder zurück dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Zzzzup. So. Jupp. Und ein Manöver eingeplant für die Bremsung in den Orbit. Jupp. Und ab damit in die Alarmglocke.
Schwupp. Sehr schön. Okay. Puh, über die nächsten Tage verteilt kommt dann noch einiges. Jetzt gehen wir aber mal, wo wir gerade hier sind, rüber in die Raumstation. Wo ist sie denn? Da ist sie. Und ich meine, Dommelkäfer, tschüss. Und einen schönen Sonntag dir noch. Oder schönes Restwochenende. Und so, und ich meine, unser Spritschiff ist gerade angedockt. Meine ich zumindest. Sonst muss ich suchen gehen. Ja, ist angedockt. Okay, dann können wir hier mal gucken. Aufgefüllt ist es auch. Pilot sitzt drin. Jawohl. Ja, dann. Bleibt uns nicht viel anderes übrig, außer zu sagen, Unlock und los geht's. Das ist leer, jawohl. Dann Undock und umschalten auf Louis Zuständigkeitsbereich. Wir entfernen uns langsam. Gut. Wo soll es hingehen? Es soll zur Basis gehen, natürlich. Wir werden heute endlich mal eine Nachtlandung machen können. So, das heißt, hier ist dann Bremsung angesagt, wenn ich das richtig sehe. Ja, also Anbremsung, Korrektur trifft es ganz gut. Manöver, nicht Set as Target. Schwupp. Und direkt schon mal anbremsen. So, dann können wir natürlich hier wieder ganz viel rausnehmen vom Schwung. Ich denke, damit werden wir einen ganz guten Anflug hinbekommen. Da dreht sich ja alles noch ein bisschen weiter. So. Gut. Los geht's mit unserem Landeanflug. So, hier können wir aber auch mal Disable Staging machen. Ach so, das geht nie wieder. Na gut. Gut, 15 Sekunden Burn in 9 Minuten und ein bisschen. Das heißt, wir haben Zeit. Während wir uns langsam von der Station entfernen, die da irgendwo ist, genau. Gemütlich davon driften. Oh, jetzt bin ich drüber, aber ist nicht so wild. So. Ah, guckt, wie schön die schon rein rotiert ist. Das hier ist in 10 Minuten. Das wird ganz gut passen. So. Juti, mein Licht ist in die andere Richtung gerichtet. Okay. Das heißt, wir haben tatsächlich hier den zur Vorbereitung. Da ist auch schon die Basis zu sehen, wenn ich das richtig mitbekomme. Nee, das ist sie noch nicht, oder? Kann sie eigentlich noch nicht sein. Ach so, die ist noch hinter dem Planeten. Alles gut. Hallo, The Vault Raiders. So, genau, die kommt gerade noch über den Horizont. Über den Horizont. So, nee, singen machen wir mal lieber nicht. Okay, das wird eine ziemlich finstere Angelegenheit. Da werde ich schon mal für euch das Ambient Lighting vorbereiten, damit ihr auch was seht. So, wir haben noch knapp über 40 Kilometer. Ich guck mal, wie der Impact aussieht. Wir kommen sehr schön sauber. Also die Inklination sieht sehr gut aus. Zack. Sehr, sehr gut sogar. Wir könnten vielleicht noch einen Ticken. Auch nur einen Ticken darüber gehen.
Mal gucken. How are you today? I'm quite fine. Hope you too. Okay. Jo, wir bereiten mal das Fahrwerk vor, um unsere Landung hier hinzubuttern. Na, jetzt kommen wir doch ein bisschen zu sehr ab vom Schuss rein. Bisschen noch. Jawohl, so sieht es ganz gut aus. Okay. Finaler Anflug angepeilt. Ich würde sagen, ich fange mal an zu bremsen, denn sonst kommen wir zu weit drüber. Immer noch zu weit drüber. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Das sieht gut aus für eine Landung. Ich glaube, wir kommen schön rein. Sind ein bisschen seitlich vorbei, jetzt gesagt. Ja. Bisschen, aber wirklich nur minimal. Das wird im wenige Meter Bereich liegen, denke ich. Okay, Delta V sehen auch gut aus. Wie sieht es aus für einen Start zurück? 180, jo. Alles super. Wir sind tatsächlich sehr im grünen Bereich. So, Positionslichter sind an. Habe ich Station Signs Continued mit drin? Nein, habe ich nicht. Okay. Ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu schnell reinkommen. Ich drehe auch schon mal mein Näske zum Ziel hin. Damit ich nachher weiß, in welche Richtung ich zielen muss, um noch näher ranzukommen, falls es nicht reicht. Wird eine schöne Landung. Wir werden auf jeden Fall im unter 100 Meter Bereich reinkommen. Da bin ich relativ zuversichtlich. Ist nicht ganz die Landezone, aber ich wollte heute mal probieren, über den Surface-Gedöns-Kram, also über das Logistics zu arbeiten.
Und da ist die Entfernung auf jeden Fall schon mal gut, dass wir unter 100 Meter sind. Dann können wir das Local Logistics benutzen. Das müsste eigentlich funktionieren, um unsere Fuel Tanks voll zu ziehen. Mal gucken. So, Geschwindigkeit sieht auch gut aus. Wir haben noch 70 Meter zum Boden. Sinkgeschwindigkeit bei knapp 5 Meter pro Sekunde. Sieht also alles sehr, sehr, sehr zivil aus. Sinkgeschwindigkeit sogar. Oh, sieht schön aus. Touchdown. Ja, wir nehmen das noch ein bisschen runter, um wirklich butterweich reinzukommen. Und Touchdown. Kurz aufgesprungen nochmal. Sehr schön. Wir warten kurz, dass er sich setzt. Jawohl. So. Und jetzt machen wir mal einen Probelauf mit den Local Logistics. Sehr geil. Das macht so vieles so viel einfacher. Aber was wir jetzt einfach machen, ihr seht ja, also für die, die eventuell neu dazugekommen sind, wir haben ja hier seitlich unsere Inflatable Tanks. Die pumpen wir jetzt auf. Warte mal, ich habe so das Gefühl, ich muss die aufmachen. Ja. Ich muss sie aufmachen dafür. Hervorragend, hervorragend, ist so gut. So, wir ziehen uns den Oxidizer auch noch mit raus. Brauchen wir eh. Damit dann das Thema hier durch. Jetzt gucken wir mal, wir sind hier gelandet. Die Station ist gerade dort. Okay, ich würde sagen, den Start zurück zu. Ihr seht, ich kriege schon Sprachlähmung. Den Start zurück zur Station machen wir das nächste Mal. Ich mache jetzt hier erstmal den Ground Taffer an, damit wir gut verankert sind und lasst das so stehen. Wir haben hier auf der Station mittlerweile wieder angesammelt 2300 Einheiten Ore. Da muss also noch ein bisschen was passieren. Haben aber immer noch über 4000 Einheiten Liquid Fuel und 5000 Einheiten Oxidizer auf Reserve. Wir können also noch ein paar Mal hin und her pendeln. Sehr schön ist, dass das schon mal mit den Local Logistics klappt. Das heißt, unsere Fluggeschichten werden demnächst sehr viel einfacher. Und da der liebe Luis mittlerweile auch echt davon überzeugt ist, dass er so lange unterwegs sein kann, wie er möchte, da er in der Nähe der Station ist und sich da auch immer wieder auffüllt, sieht das ganz gut aus. Wir sehen uns aller Voraussicht nach am Dienstag. Sollte es so sein, dass ich wirklich zu platt bin, schreibe ich was im Discord. Dann sehen wir uns halt erst am Donnerstag. Und mit Hardcore Colonization geht's weiter. Am Sonntag in der nächsten Woche. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche. Und ja, für die, die das erste Mal wieder arbeiten gehen müssen, kommt gut wieder in die Arbeit rein. Ich verabschiede mich. Bis nächste Woche. Mein Name ist Robert und tschüss.